Ja, wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Martin Gradl. Ich darf Sie als Bereichsleiter von Erasmus Plus Hochschulbildung sehr herzlich zu unserer Infoveranstaltung zur Erasmus Plus internationalen Hochschulmobilität oder wie wir oft sagen, zu K171 begrüßen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserem heutigen Webinar und gemeinsam mit mir werden Sie von meinem Team Katharina Wurzer und Anna Kuprian jetzt die nächsten 90 bis 120 Minuten begleiten. Ich darf Ihnen zu Beginn ein paar allgemeine Hinweise geben. Ja, Sie haben es schon gehört, das Webinar wird aufgezeichnet. Wir werden es dann auch auf der Website zur Verfügung stellen. Wir werden Ihnen auch die Folien dann zukommen lassen. Der Chat wird nicht betreut für inhaltliche Fragen. Wir haben aber eigene Zeitfenster für Fragen vorgesehen und wir werden auch eine kurze Pause machen, Bildschirmpause, wie das auch ja, immer üblich ist, auch bei den Webinaren. Ich darf Ihnen, bevor wir zum Überblick kommen, noch kurz ein paar inhaltliche Anmerkungen auch geben. Wir werden eben die Präsentation Ihnen zuschicken. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Was mir auch wichtig ist, wir haben die Präsentation bewusst sehr umfangreich gestaltet, weil wir sie dann eben auch zur Verfügung stellen werden. Das heißt, wir werden aber über die eine oder andere Präsentation, über die eine oder andere Folie jetzt in der Präsentation auch ein wenig schneller drüber gehen. Was auch mir wichtig ist, gleich einmal zu Beginn erwähnen, wir wissen auch noch nicht alles zu 100% jetzt. Zur Antragsrunde bekommen laufend Informationen von der Europäischen Kommission. In den nächsten 2 Wochen finden dazu auch 2 Meetings statt. Was ich Ihnen zusagen werde, wir haben ja alle, die sich angemeldet haben wir eine Liste mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sobald wir noch weitere Antworten bekommen, werden wir Ihnen diese so zeitnah wie möglich per Mail zukommen lassen. Und zwar ist trotzdem wichtig, dieses Webinar heute anzusetzen, weil wir denken, wie wir auch von Ihnen wissen, viele von Ihnen sind schon mittendrin in der Antragsstellung. Und es ist einfach wichtig, jetzt hier, denke ich, auch einmal ein erstes Infowebinar zu geben. Diese Folie, die jetzt eingeblendet ist, was wird Sie heute erwarten? Wir werden Ihnen zu Beginn in aller Kürze ein paar allgemeine Informationen zur Aktion geben, auch für alle von Ihnen, die das erste Mal sich mit der internationalen Hochschulmobilität beschäftigen und werden dann spezifisch auf die Fördermöglichkeiten eingehen, auf das, was wir denken, sehr wichtig ist, auf die technischen Informationen zur Antragstellung. Da haben wir einige Screenshots vorbereitet. Dann möchten wir Ihnen noch einige inhaltliche Tipps und Hinweise geben, die wir in den letzten Jahren und vor allem auch im letzten Jahr gesammelt haben. Und dann erhalten Sie auch noch einen Überblick zur Auswahlprozess und Mittelvergabe. Wie gesagt, wir werden ausreichend Möglichkeiten für Ihre Fragen haben. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Gut, dann darf ich Ihnen zu Beginn ein paar allgemeine Informationen geben. Sie wissen es, wir haben uns aber doch gedacht, weil wir erst die zweite Antragsrunde jetzt in der neuen Programmperiode haben. K171 ist jetzt eben die Nachfolgeprogrammschiene von K107 in der International Credit Mobility. So heißt der offizielle Name. Wichtig, wir haben hier einen Link eingebaut in der Präsentation, weil Sie die dann auch bekommen. Das zentrale Dokument ist der Programmguide, der auf Englisch und Deutsch auch auf unserer Website zur Verfügung steht. Wenn sich eben, es läuft ja auch noch eine Antragsrunde aus 2020, aus diesem alten Programm. Im neuen Programm, wie wir auch letztes Jahr schon ausgearbeitet haben, ist eben der Fokus mehr auf Regionen. Da haben wir auch sehr gute Rückmeldungen bekommen von Ihnen, als auch von den Expertinnen und Experten, dass sich diese Umstellung der Anträge bewährt hat. Die Mittelflexibilität ist eben erhöht worden, was auch neu ist im neuen Programm. Und da haben wir auch Rückmeldungen von Ihrer Seite bekommen, ist eben, dass SMS und SMT, die Outgoings der Studierenden, eingeschränkt wurden. Dafür gibt es eben bei der Erasmus Plus Studierenden- und Personalmobilität der klassischen in die Programmländer jetzt auch diese internationale Komponente mit den 20% des Budgets, die dafür aufgewendet werden müssen. Also das ist eben eine Neuheit, die man vielleicht auch jetzt in der zweiten Runde noch stärker bedenken muss. Wir kommen dann auch gleich drauf, was führe ich über
das K171 durch, was führe ich über K131 durch? Ja, die diversen Top-Ups, auf die werden wir auch noch einmal eingehen im Laufe der Präsentation, die wurden natürlich auch heuer beibehalten. Und OS-Mittel, die sind in der neuen Programmperiode eben auf 500 Euro gestiegen. Auch das ist uns wichtig, noch einmal zu erwähnen. Das ist ein Blick. Ich habe gesagt, über die eine oder andere Folie werden wir schneller drüber gehen. Das ist die Regionsaufteilung. Die ist unverändert geblieben zu 2022. Für diese Regionen können Sie eben Mobilitäten dann beantragen. Natürlich eine wichtige Frage. Das Budget derzeit ist uns angekündigt von der Europäischen Kommission, dass circa 4,4, 4,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen werden. Das kann sich in den nächsten Wochen noch geringfügig ändern. Es werden auch wieder nationale Mittel des BMBF zur Verfügung gestellt werden. Wichtig ist noch, dass wir leider die Budgetübersicht für die einzelnen Regionen noch nicht haben, aber es ist uns angekündigt, dass es hier keine signifikanten Änderungen gibt. Also um eines herauszugreifen, Afrika wird wieder eine Schwerpunktregion sein, da wird wieder ein großer prozentueller Antrag des Budgets zur Verfügung stellen. Also Sie können sich da durchaus auch an den Aufstellungen des letzten Jahres orientieren. Und natürlich eben die Priority Regions der EU werden im Budget wiedergespiegelt. Das ist genau das, was ich eben jetzt zu Afrika gesagt habe, zum Beispiel. Das ist eine ganz interessante Folie, wie ich finde. Wir werden sie jetzt auch nicht im Detail durchgehen, aber es ist, glaube ich, durchaus wert, wenn Sie sich dann auch in Ruhe anschauen, wenn wir Ihnen die Präsentation übermitteln. Das ist nämlich die Budgetauslastung vom letzten Call. Und ich habe ja schon gesagt, es wird ungefähr prozentuell gleich bleiben. Und eigentlich wesentlich ist der blaue Balken, das sind die beantragten Mittel. Und desto größer der blaue Balken ist, vereinfacht ausgedrückt, und desto kleiner die restlichen Farben sind, desto mehr waren die einzelnen Regionen überbucht. Also wie Sie sehen, es war jede Region überbucht, aber es gab natürlich ja schon Unterschiede in der Ausprägung der Überbuchung. Genau, dann ist auch noch etwas ganz wichtig, das haben Sie auch gelesen, wir bekommen auch oft Fragen dazu. Es gibt so europäische Richtziele. Man findet zum Beispiel im Program Guide 40% Studierende mit Few Opportunities für die östliche Partnerschaft. Südliche Partnerschaft maximal 15% pro Land. Wichtig ist, das sind gesamteuropäische Richtziele für die gesamte Programmperiode. Das müssen Sie jetzt im einzelnen Antrag nicht berücksichtigen. Es gibt ja auch, wir haben ja auch Anträge, die zum Beispiel nur mit einer Region, mit einem Land sind. Also das sind europäische Richtziele. Die spielen natürlich bei der Budgetverteilung, bei der Auswahl dann eine Rolle, aber nicht für Ihren einzelnen Antrag. Ich habe es vorhin schon angesprochen in der neuen Programmperiode und ich denke, sowohl wir als auch Sie sind hier noch auch ein bisschen im Lernen. Gibt es ja die internationale Hochschulmobilität oder die internationale Komponente nicht nur in 171, sondern auch in 131. Dort Outgoings, aber trotzdem. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass Sie sich als Hochschule überlegen, wo setze ich welche Schwerpunkte, mit welcher Aktionsschiene. Wir haben hier ein paar Stichwörter aufgelistet, was auch die Unterschiede sind. In 171 haben Sie eben die qualitative Bewertung. Alle, die schon eingereicht haben, wissen das. Bei 131, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, nur die Outgoing-Komponente. Über diese Bachelor-Master-Outgoings, die Einschränkung in 171 haben wir auch schon besprochen. Genau, in 171 haben Sie eben das separate Budget pro Region. Und was ich eben meine mit strategischer Überlegung ist, man muss sich eben überlegen, ist das K171 ist sicher eine gute komplementäre Ergänzung, aber auch eine eigenständige Förderschiene. Und was mir schon sehr, sehr wichtig ist,
Ich bin der festen Überzeugung, dass 171 eine sehr, sehr wichtige Aktion ist, weil sie eben auch umfangreiche Incoming-Studierende finanziert und damit auch eine Internationalisation at Home ermöglicht. Das sind hier nur einige Beispiele jetzt. Natürlich auch für Personalmobilitäten ist K171, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Programm, eine sehr, sehr wichtige Aktion. Ja. Das waren einmal die ersten allgemeinen Informationen und dann darf ich jetzt an die Anna übergeben. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte Sie recht herzlich in diesem Webinar begrüßen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms. Ich werde nun einen kurzen Überblick über die Fördermöglichkeiten in K171 geben. Das meiste ist im Vergleich zum letzten Call 2022 gleich geblieben. Studierendenmobilitäten sind in der Aktion sowohl für Studienaufenthalte als auch für Praktikumsaufenthalte möglich. Die Aufenthaltsdauer ist weiterhin für beide Aktivitätsarten bei mindestens 2 Monaten und maximal 12 Monaten festgelegt. Es gibt wie in der letzten Antragsrunde wieder die Möglichkeit für Short-Term Mobilities. Dazu gibt es auf der nächsten Folie noch genauere Informationen. Blended Mobilities, das ist eine Kombination aus physischem und virtuellem Aufenthalt. Hier muss die Mindestzeit der 2 Monate bei der physischen Komponente an der Gasthochschule eingehalten werden. Und dann noch die Doctoral Mobilities, das ist im Prinzip eine Art Short-Term Mobility, spezifisch für Doktoratsstudierende. Die geförderten Kosten sind auch gleich geblieben für Outgoings 700 Euro monatlich und für Incomings 850 Euro monatlich. Die Reisekosten werden wie gehabt mittels Distanzbands der Europäischen Kommission berechnet und ausbezahlt. Und Sonderzuschüsse und sogenannte Top-Ups gibt es weiterhin für Green Travel. Das heißt, wenn mindestens 50% der Wegstrecke mit einem nachhaltigen Verkehrsmittel zurückgelegt wurde, dieser Green Travel Bonus wird zusätzlich zu den Reisekosten ausbezahlt. Und dieses Top-Up gibt es nicht für das geringste und auch nicht für das größte Distanzband. Dann gibt es auch noch ein Top-up für People with Fewer Opportunities. Der Betrag ist ebenfalls bei 250 Euro monatlich geblieben. Wer genau in Frage kommt für dieses Top-up für Fewer Opportunities, werden wir auf einer späteren Folie auch noch klären. Nun etwas genauer zu den Short-Term Mobilities. Hier dauert der physische Aufenthalt an der Gasthochschule zwischen 5 und 30 Tagen. Es ist immer zwingend mit einer digitalen Komponente kombiniert. Das heißt, wenn jemand für beispielsweise eine Woche ins Ausland geht, dort eine physische Mobilität macht, dann muss diese Person zusätzlich auch noch an einem virtuellen Kurs teilnehmen. Und diese zwingende virtuelle Komponente fällt genau bei dieser Doctoral Mobility weg. Die Idee dahinter ist eben, Doktoratsstudierenden noch mehr Flexibilität zu geben. Bei den Short-Term Mobilities ist es möglich, 2 zusätzliche Reisetage zu gewähren. Und dann noch ein Punkt zu den Blended Intensive Programs oder auch BIPs genannt. Das sind kurze Programme oder Kurse, die in Kooperation mit anderen Hochschulen oder Organisationen aus Programmländern stattfinden. Das heißt, diese werden zwar nicht organisiert in K171, sondern eben über die Programmschiene K131. Was aber durchaus möglich ist, ist, dass ausländische Studierende nach Österreich kommen und an diesen BIPs teilnehmen. Und diese Mobilität kann dann eben gefördert werden. Auch Lehrende können so nach Österreich geholt werden, um dann an diesen BIPs zu unterrichten. Die geförderten Kosten für Short-Term Mobilities haben sich erhöht, und zwar nicht in unerheblichem Ausmaß, nämlich von den vorher 70 Euro auf nun 79 Euro pro Tag bis zum 14. Tag der Aktivität und ab dem 15. Tag bis zum 30. Tag von 50 Euro auf nun 56 Euro pro Tag. Der Top-Up für People with Fewer Opportunities ist hier bei 100 Euro geblieben für eine Aktivität, die eben maximal 14 Tage dauert, und 150 Euro für eine Short-Term Mobility, die länger als 14 Tage dauert. Reisekosten werden auch hier mit Distanzband gerechnet und andere Sonderzuschüsse und Top-Ups gibt es auch hier für diese Art der Mobilität. Nun noch, wie genannt, zu der genaueren Definition von Studierenden mit geringeren Chancen, also diesem Top-Up with for People with Fewer Opportunities. Das betrifft in diesem Call Studierende, die mit Kind oder Kindern reisen, Studierende mit Behinderung, Studierende mit einer chronischen Krankheit, wenn ein erhöhter finanzieller Aufwand während des Auslandsaufenthaltes entsteht, und voraussichtlich auch wieder Studierende von ukrainischen Hochschulen.
In diesem Fall ist der Top-up nur für Incomings möglich. Und dieser Punkt ist noch nicht endgültig geklärt. Es spricht aber vieles dafür, dass es dieses Top-up wieder geben wird. Und wir empfehlen Ihnen an dieser Stelle, das Top-up auch auf alle Fälle zu beantragen. Es gibt, wie gesagt, eben keine Garantie, dass es das Budget hierfür wirklich wieder geben wird. Aber wir als nationale Agentur können dies dann natürlich auch immer noch bei unserer Budgetvergabe dann anpassen. Ja. Martin Grahl hat es bereits angesprochen, dass über K171 keine Outgoing-Studierendenmobilität auf Bachelor- und Masterniveau förderbar sind, außer eben es sind Länder mit einem hohen Einkommen oder die Westbalkanregion. Und hier sehen Sie nochmal eine Übersicht aller Länder, mit denen allgemein Mobilitäten durchgeführt werden können. Alle Länder, die jetzt in schwarz gehalten sind, hier können Bachelor- und Masterstudierende Outgoing gesendet werden. Und die Länder, die in blau gefasst sind, hier ist es eben nicht möglich, nur über die Programmschiene K131. Die einzige Änderung im Vergleich zum Call 2022 ist, dass Palau nun wieder Official Developmental Aid Recipient ist und deshalb nun auch wieder in blau gefasst ist und eben keine Outgoings auf Bachelor-Master-Niveau stattfinden können. Ja, auch Personalmobilitäten sind natürlich förderbar über K171. Hier ist eigentlich alles gleich geblieben. Hochschulpersonal hat die Möglichkeit, sowohl Lehr- als auch Fortbildungsaufenthalte zu absolvieren. Die Dauer ist hier mindestens 5 Tage bis zu maximal 2 Monaten. Hier ist eine Blended Mobility möglich, also es kann ein Teil virtuell stattfinden. Wichtig ist zu beachten, dass es einige Arten von Mobilitäten gibt, die nicht förderbar sind, nämlich wenn sie eben nicht Lehr- oder Fortbildungszwecken dienen. Zum Beispiel hier Vorbereitungsbesuche, aber auch Konferenzaufenthalte. Die geförderten Kosten bleiben auch im Call 2023 für Outgoings bei 180 und für Incomings bei 160 Euro pro Tag. Reisekosten werden wieder mittels Distanzband ausbezahlt und Sonderzuschüsse gibt es, einmal diesen Inclusion Support und ein Green Travel Top-up, wie eben vorher besprochen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Unternehmen zu kooperieren. Beispielsweise können Studierende Traineeships, also Praktika an einem Unternehmen machen. Wenn sie beispielsweise Studierende nach Österreich holen, die dann an einem österreichischen Unternehmen ein Praktikum machen, dann müssen sie als Hochschule als Vertragspartner auftreten. Sie unterzeichnen das Learning Agreement und sind sozusagen die organisierende Einheit. Das Ganze lässt sich auch kombinieren mit einem Studienaufenthalt. Und die Zuschusshöhe ist in diesem Fall dieselbe wie bei einem normalen Studienaufenthalt. Wichtig anzumerken, dass es anders als jetzt in K131 kein spezifisches Top-up gibt, rein für Traineeships. Aber die regulären Top-ups, wie eben beispielsweise Green Travel, diese bleiben bestehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass Hochschulpersonal von Unternehmen an die Hochschule entsendet wird, um dort zu unterrichten. Und auch Fortbildungen an Unternehmen sind möglich. Gut, danke Anna Kuprian. Das waren jetzt unsere Informationen zu den Fördermöglichkeiten und zur allgemeinen Ausgestaltung der Aktion. Bevor wir jetzt zum umfangreichen Teil der Antragstellung kommen und uns hier eben auch wirklich anschauen, wie das dann jetzt funktioniert, was Sie eben bis Februar machen müssen, den Antrag einzureichen. Hier jetzt unsere erste Möglichkeit für Ihre Fragen. Ich bitte Sie einfach, Ihre virtuelle Hand zu heben und dann werden wir uns jetzt dafür Zeit nehmen. Frau Jenneweil war die Nächste. Okay, vielen herzlichen Dank für die Informationen. Also meine ist ein bisschen Mischung zwischen Frage und Anmerkung. Vielleicht, Sie haben ganz zu Beginn gesagt, Herr Gradler, aber ich glaube, da haben Sie sich versprochen, dass 20% von KA131 für internationale Mobilitäten ausgegeben werden müssen. Also das ist können, oder? Also, können, natürlich. Genau, also bis zu. Ja, selbstverständlich. Genau, und ich glaube, da ist schon auch, also zumindest bei uns ein bisschen der Knackpunkt, weil wir sind beim letzten Call mit unserem Budget gerade und gerade so ausgekommen, dass wir alle innereuropäischen Mobilitäten fördern konnten. Da war nicht viel Platz für internationale Mobilitäten. Also ich denke, der Nationalagentur sollte schon auch bei der Vergabe von K171 bewusst sein, dass wir budgetär gesehen einfach nicht ganz einfach dann auf 131 umswitchen können, wenn wir halt nicht das Budget erhalten, was wir uns vorgestellt haben bei K171. Das wollte ich noch anmerken.
Und die nächste Anmerkung bzw. Frage von meiner Seite wäre auch, warum denn die Fördersätze schon wieder nicht erhöht worden sind. Also das finde ich jetzt schon von der Kommission aus ein bisschen seltsam mit Inflation und steigenden Kosten. Und wir haben jetzt, glaube ich, den vierten Call hintereinander oder so, diese 700 und 850 für die Studierenden. Wir haben immer ein Projekt in Israel, vielleicht zum Hintergrund. Die Lebenserhaltungskosten dort sind sehr teuer und es wird für Studierende leider da immer unattraktiver, wenn sich hier wirklich bei den Fördersätzen gar nichts tut. Also das war meine Anmerkungen. Danke. Vielen Dank dafür. Vielleicht von unserer Seite zwei Anmerkungen. Uns ist das völlig bewusst, dass in 131 die Gelder auch in den ersten Calls jetzt noch nicht so hoch waren, weil Sie gesagt haben, die Nationalagentur bei der Zuteilung, dass wir teilen jeden Cent bis aufs Letzte zu. Diese Folie war mehr dazu gedacht, dass man, weil eben nicht mehr alle Outgoings, also nicht mehr so viele wie früher über 171 abgewickelt werden können, und wir auch die Rückmeldungen von den Hochschulen hatten, dass man sich das strategisch überlegen muss. Uns ist aber komplett bewusst natürlich, dass sie nicht alle Outgoings, die sie gerne möchten, über 131 schicken können in den meisten Fällen, weil die auch teurer sind. Das war mehr gedacht über Punkte, die halt jetzt neu sind im neuen Programm, die man sich durchdenken muss. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr glücklich, das möchte ich auch noch einmal betonen, im Unterschied zu vielen anderen Ländern, dass wir nationale Kofinanzierung durch das BMWWF haben. Da können wir einiges abfedern und Sie können uns glauben, also jeden Cent teilen wir zu und ja, wir hoffen auf Budgetsteigerungen in den nächsten Jahren. Zur Erhöhung der Sätze, auch da ist wieder, wir haben das mehrmals auch angemerkt bei der Europäischen Kommission, dass die Inflation ein sehr großes Thema ist. Diese Sätze in K171 liegen nicht in unserem Bereich. Wir haben ja vor Weihnachten ausgeschickt, dass wir bei den Fördersätzen, die in unserem Bereich liegen, in K131 versuchen werden, zumindest teilweise die Inflation auch abzugelten. Ich habe ja angesprochen, wir haben wieder Meetings, wir werden das wieder mitnehmen. Ich bin aber für 2023 eher Realist und glaube, dass da die Fördersätze so bleiben werden, wie wir sie jetzt kommuniziert haben. Genau, vielleicht darf ich auch noch was ergänzen. Gerne. Es ist nämlich so, also weil Sie gesagt haben, ja, mit 131 mit dem Budget, da kann man dann auch nicht mehr so viele internationale Mobilitäten fördern. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber deswegen sozusagen vielleicht nochmal der Aufruf, da ganz genau zu schauen, weil wir immer sagen, es gibt diese Restriktionen für Bachelor, Master und das ist so. Und über sozusagen, wenn man eine Liste der Länder der Erde erstellt, dann sozusagen umfassen diese Bachelor-Master-Restriktionen wirklich viele Länder. Aber es gibt auch Regionen, wo man Bachelor-Master-Outgoings schicken kann. Wir wissen, dass das nicht die Mehrzahl ist. Wir wissen, dass das nur Einzelne sind. Aber sozusagen vielleicht kann man da das ein oder andere abfedern oder die ein oder andere Kooperation eben starten mit Staaten, wo das eben möglich ist und das so sozusagen K171 da nutzen kann, wo eben auch diese 131er internationale Dimension halt einfach noch nicht oder nicht reicht. Das wäre das eine. Also da wirklich sozusagen diese Liste anschauen, ob für Sie, für Ihre Institution eine Kooperation mit diesen Staaten, wo es eben möglich ist, vielleicht doch attraktiv sein könnte, wenn es sie nicht ohnehin schon gibt. Und zu den Fördersätzen, also das ist auch, also wir sind uns, wie Martin gerade schon gesagt hat, dessen bewusst, dass das teilweise wirklich schwierig ist für Studierende, dass sie dann sozusagen den Aufenthalt machen können. Dazu muss man aber sagen, dass es auch sehr unterschiedlich ist regional. Also ich denke auch, dass eine Anpassung sicherlich sinnvoll wäre, aber das Beispiel, das Sie genannt haben, Israel ist sicher ein Extrembeispiel. Also weil einfach die Lebenshaltungskosten in Israel wirklich Ja, da haben Sie absolut recht, aber ich verstehe einfach nicht, warum die Sätze nicht wie bei KA131 in Ländergruppen oder Regionengruppen aufgeteilt werden. Also es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich nach Afrika gehe als Outgoing oder nach Israel oder nach Südamerika. Und da muss ich sagen, also das sehe ich, ich verstehe nicht, warum da, was da für ein Problem wäre, einfach Ländergruppen zu machen und dann wäre irgendwie jedem ein bisschen geholfen. Aber ja, das, ich weiß, dass Sie da wie gesagt, wir werden das wieder mitnehmen nach Brüssel. Wir werden das auch wieder diskutieren.
Stefan Strohmeier, bitte. Von meiner Seite schon einmal herzlichen Dank für die ganzen Infos. Meine Frage geht auch in Richtung Short-Term Mobilities, unterteilt sie auch in drei Teile. Das erste wäre Teilnehmer, Teilnehmerinnen von K107-Projekten, wenn man die als Incomings zum BIP hinzunimmt, werden die ja wahrscheinlich nicht als dann teilnehmende Organisation gelten. Also man muss es ja über 131 organisieren. Das heißt, es werden auch zwei K131-Partner notwendig sein, um dieses zu organisieren. Also da gelten die 171 wahrscheinlich nicht, oder? Sondern nur als zusätzliche Teilnehmer. Und sehr wichtig, noch eine Ergänzung, die gelten auch nicht als Mindesteilnehmerinnen. Genau. Okay, also perfekt. Die 15, die Sie brauchen, die müssen über 131 kommen. Das ist ganz wichtig und wurde von der Kommission auch mehrmals betont. Genau, okay. Wollte ich nur noch mal sicherstellen. Dann haben wir haben nämlich eine Anfrage aus Georgien bekommen zu dem Thema. Und jetzt wollte ich auch schauen, im Antrag, da ist jetzt nicht irgendwie gesondert ausgewiesen, dass man irgendwie für Short-Term-Mobilitäten eintragen kann, sondern einfach nur Number of Participants und dann eben wieder die Monate zum Eintragen. Da ist auch nicht vorgesehen, dass irgendwie Short-Term vielleicht extra zu beantragen werden, weil es ja eben in Full Months ausgewiesen wird. Habe ich jetzt nur gedacht, weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, nicht in Zukunft, dass da auch für Short-Term extra beantragt wird, weil ja auch, was ich auch bitte bessert es mir aus, wenn es nicht stimmt, in den Verträgen müssen ja auch Short-Term-Mobilities extra reingeschrieben werden. Ist uns vom ÖRD, also von euch so kommuniziert worden. Und deswegen wollte ich auch da fragen, ob bei 171 bei den Verträgen, ich schätze jetzt schon, eben auch die Short-Term-Mobilities extra in den Verträgen hineingeschrieben werden müssen, die Zahl der Short-Term-Mobilities. Also zur zweiten Frage, die erste hat ja der Martin gerade schon beantwortet. Die zweite Frage oder Anmerkung, wie man das im Antragstool einträgt, also ja, man sozusagen, es gibt kein eigenes Berechnungsfeld, das schauen wir uns dann später sozusagen in der Präsentation noch an, aber ganz genau, man sozusagen rechnet es um in Langzeitmobilitäten. Das ist das eine, und das andere mit Verträgen sind die Verträge zwischen der Hochschule und der mobilen Person gemeint, oder? Ja, du meinst die Zuschussvereinbarung? Nein, ich meine die Verträge zwischen den Universitäten. Ah, die Interinstitutional Agreements. Genau, Entschuldigung. Ach so, ja, okay. Ja, genau, dann die werden erwähnt, genau. Also es wird dann sozusagen ausgewiesen, ob es ein Short-Term sein soll oder ein Long-Term und so weiter, genau. Also wenn jetzt, genau, okay, perfekt, super, danke. Frau Calderon-Peter, bitte. Ja, grüß Gott. Danke auch von meiner Seite für die Präsentation und vor allem, dass Sie die Anliegen von der Kollegin Jennewein wieder mal herantragen an die EU, weil die treffen uns alle sehr, sehr hart. Ich habe drei budgetorientierte Fragen. Das erste, in den Richtlinien steht ja drinnen, dass man für Expensive Travel auch einen Zuschuss beantragen könnte. Ich habe aber, also unter Exceptional Costs, ich habe aber nichts im Formular dazu gefunden. Und nachdem unsere armenischen Kollegen regelmäßig mit dem Reisekostenzuschuss nicht das Auslangen finden, ist meine Frage, wie könnten wir das beantragen für solche Länder? Zweite Frage betrifft Green Mobility. Super, dass es das Top-Ups gibt, aber man kann auch das im Projektantrag nicht anhakeln. Ich kann es in den narrativen Teil hineinschreiben, dass ich das für diese Region Westbalkan zum Beispiel beantrage, aber das war es auch schon. Woher zahle ich das? Hoffentlich nicht aus OS-Mitteln. Dritter Punkt, Fewer Opportunities, ist auch im Antragsformular so, dass originellerweise bei der jeweiligen Region, wenn ich das anhake, dass ich Students mit Fewer Opportunities bekommen werde, 0 Euro drinstehen habe und auch nichts reinschreiben kann und ein rotes Feld habe. Und in der Budgetübersicht am Ende aber steht ein Betrag drinnen und dort ist es auch grün, nur die Region bleibt rot irgendwie. Vielleicht könnten Sie mir auch dazu bitte erklären, was man da anders macht oder dann im zweiten Teil, wenn Sie die Formulare zeigen, das erklären, bitte. Ja, genau. Also, das Zweite ist uns auch schon aufgefallen, da werden wir ein Ticket erstellen bei der Kommission.
Genau, ja. Also sozusagen, ja, dann sprechen wir mal über Green Mobility. Also für all jene, die letztes Jahr schon einen Antrag eingereicht haben, da war das so gelöst im Antragstool. Wir zeigen es nachher eh nochmal, aber trotzdem, da war das so angelegt, dass man sozusagen für jeden Flow anhackeln konnte, wie Sie es genannt haben, Frau Calderon-Peter, dass man für diesen gesamten Flow Green Mobility, also Green Travel Top-Up haben möchte. Dieses Häkchen oder dieses Kästchen, wo man das anhackeln kann, ist verschwunden aus dem Antragstool, wie Sie gesagt haben. Genau, das heißt, wir werden da, wir haben da nachgefragt oder wir werden da noch einmal nachfragen eigentlich. Letztes Jahr war es auch so, dass es gewisse IT-Bugs dann noch gab, die dann erst relativ kurzfristig vor der Antragsfrist gelöst wurden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch so etwas sein wird. Genau. Das dann ist so ein Punkt, wenn ich kurz einhaken darf, Katharina, wo wir eben Ihnen, sobald wir da die Information haben, schicken wir diese Informationen an alle Teilnehmerinnen vom heutigen Webinar. Genau, wenn wir da klar, also eine Klärung haben. Zum Expensive Travel. Soweit mir bekannt ist, gilt dieses Expensive Travel nur für 131. Dass das eine 131-spezifische Regelung ist, die für 171, soweit mir bekannt ist, nicht vorgesehen ist. Ich würde auch dazu nochmal den Program Guide konsultieren und dann nochmal nachlesen, aber soweit mir bekannt ist, gibt es das nicht für 171. Und die dritte Frage zu den Few Opportunities. Also wir erstellen ja auch immer Probeanträge, probieren alles Mögliche aus im Antragstool und so weiter. Bei mir hat das mit dem Few Opportunities Top-Up immer super funktioniert. Deswegen würde ich auch da sagen, vielleicht können Sie uns das nochmal per E-Mail schreiben und ich schaue mir das in Ihrem Antrag an, wie Sie das sozusagen gelöst haben, was da los ist und baue Ihren Antrag nach. Ich glaube, das ist die effektivste Möglichkeit sozusagen, weil bei mir hat es bis jetzt immer sehr gut geklappt. Vielen Dank. Und falls die Expensive Travel-Geschichte wirklich nur bei 131 von der EU gemeint ist, bitte auch zu den nächsten Sitzungen mitnehmen, weil gerade für die Länder des globalen Südens ist das auch sehr herausfordernd, teilweise mit diesen vorgegebenen Förderhöhen. Danke. Ist notiert und wir schauen uns das an. Danke. Julia Nehl, bitte. Dankeschön für die Infos. Die meisten Unklarheiten haben sich jetzt gerade durch die letzten Fragen von der Frau Calderon-Peter eh schon geklärt. Detailfrage noch zum Thema Fewer Opportunities. Wenn ich das richtig weiß, vom letzten Jahr, vom letzten Call, wurden Fewer Opportunity Top-Ups immer einer gewissen Mobilität dann zugeordnet, also für eine gewisse Mobilität beantragt und dann zugeordnet. Ich verstehe die Logik noch nicht ganz, vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler. Wenn wir jetzt für eine Mobilität Few Opportunities beantragen, wissen wir ja noch nicht, ob diese Incoming-Person tatsächlich zur Few Opportunities-Gruppe gehört. Und dieses zusätzliche Geld können wir auch nicht umschichten auf eine andere Mobilität. Das heißt, man beantragt ja da sehr ins Blaue hinein und das Geld bleibt ja dann in sehr vielen Fällen wahrscheinlich übrig, weil aus der Erfahrung vom letzten Call wissen wir, dass es tatsächlich dann doch relativ wenige Studierende zum Beispiel an den Partnerunis gibt, die dann für Fewer Opportunities wirklich die Kriterien erfüllen. Also ja. Wie soll man damit umgehen? Was ist da die Logik dahinter? Genau, also vielleicht nur, um das nochmal irgendwie klar zu machen, wenn Sie es beantragen, hängt, also letztes Jahr war es ja so, dass das Few Opportunities Top-Up ja auch an Flows gehangen ist. Das heißt, es hängt nicht unmittelbar an einer Mobilität, die eine Person betrifft, sondern sozusagen an einer Kategorie von Mobilitäten. Das heißt, also für die Mobilitäten zum Beispiel aus Georgien oder so. Das ist natürlich klar, dass zu dem Zeitpunkt, als Sie das beantragt haben, Sie natürlich überhaupt nicht wissen und auch nicht wissen können, wer dann am Ende des Tages diese Mobilität konsumieren wird. Insofern haben Sie recht, dass das ein bisschen sozusagen ein Schätzen und ein Schätzen ist sozusagen, wer dann am Ende eine mobile Person ist. Das wird auch dieses Jahr so sein. Allerdings hoffen wir, dass dadurch, dass jetzt auch die Kriterien schon klarer sind, sie ein bisschen besser abschätzen können. Aber ja, es stimmt natürlich, bis zu einem gewissen Grad liegt es an Ihnen sozusagen einzuschätzen. Das werden dann auch, wird glaube ich auch jedes Jahr jetzt einfacher werden, weil mit jedem Jahr haben Sie ja sozusagen mehr Erfahrungen, wie viele Personen dann am Ende des Tages aus Georgien diese Kategorie wirklich erfüllen.
Genau. Da kann ich vielleicht auch noch was ergänzen. Wir als nationale Agenturen haben da jetzt schon sehr oft vorgebracht und die EU-Kommission schaut sich das jetzt auch an, dass es viel einfacher wäre, wenn es einfach einen gewissen Inclusion-Pot geben würde für Teilnehmende mit Fewer Opportunities zum Beispiel. Und dann könnte man hier zentral das Geld nehmen, unabhängig jetzt von den einzelnen Flows, Regionen, Länder und so weiter. Ja, es wird geprüft in Brüssel. Es gibt auch dort natürlich unterschiedliche juristische etc. Bedenken, aber das wurde immer wieder von vielen NAs vorgebracht und wir bleiben da auch auf jeden Fall dran. Mhm, Dankeschön. Ja, weil es ist ein bisschen kurios, jetzt irgendwie händeringend zu versuchen, Leute zu finden, die diese Kriterien erfüllen, um das zu verwenden. Es ist auch für uns ein extremer Mehraufwand und da muss man es wieder umändern etc. Also es ist keine optimale Lösung. Danke. Das heißt, Frau Wurzer, wenn ich nochmal kurz zusammenfassen darf, das heißt, wenn das an einer Kategorie liegt, als Beispiel jetzt, wir beantragen 4 Incoming-Studierende aus Sarajevo, beantragen dafür Fewer Opportunity Top-Ups und bekommen dann potenziell Fewer Opportunity Top-Ups für entweder alle 4 Incoming-Studierende oder nur für einen oder nur für 2. Das sehen wir dann bei der Zuerkennung. Aber es ist alles im Bereich des Möglichen. Also, dass wir 4 oder nur eines oder gar kein Fewer Opportunities Top-Up bekommen. Ja, es ist alles im Bereich des Möglichen, aber es liegt einfach auch daran, wie viel Budget wir in dieser Region noch haben. Also je nachdem, wir versuchen, dass wir auch die Top, wir versuchen generell die Mobilitäten, die wir dann genehmigen, sozusagen auf Basis der verteilten Punkte möglichst sozusagen gleichmäßig zu verteilen, natürlich entsprechend dieser Rankingliste. Und so machen wir es auch mit den Top-Ups, dass wir schauen, dass wir sozusagen das die Mittel, die wir für Top-Ups haben, unter allen beantragenden Hochschulen in dieser Region möglichst gleich aufteilen, sozusagen. Genau, davon hängt das dann ab. Gut, danke, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Dankeschön. Danke auch, Frau Rathmann, bitte. Ja, danke für die Ausführungen bisher. Ich hätte eine Frage zu den Fewer Opportunities, und zwar zu den Top-Ups für ukrainische Studierende. Und da wollte ich konkret nachfragen, also in der PowerPoint-Präsentation hat es ja geheißen, für Traineeships gibt es keine Top-Ups. Gilt das jetzt auch für Traineeships an pädagogischen Hochschulen und an Universitäten? Ja, danke, Frau Rathmann. Vielleicht ist eine ganz wichtige Klarstellung. Das sind zwei verschiedene Dinge sozusagen. Das eine ist das Fewer Opportunities Top-Up für UkrainerInnen oder auch alle anderen, die das sozusagen bekommen. Das gibt es auch für Praktikumsaufenthalte. Das gibt es immer auch für Praktikumsaufenthalte. Es ist nur so, dass zusätzlich zu diesem Fewer Opportunities Top-Up gibt es, wenn wir richtig informiert sind, in K131 ein weiteres Top-Up für Traineeships, meines Wissens nach für bestimmte Regionen, für diese Region 13 und 14. Und das gibt es nicht in 171. Aber das hat keinen Effekt auf die Fewer Opportunities Top-Ups. Okay, das ist, vielen Dank. Genau. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Danke. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Fragen, also zwei Personen mit der virtuellen Hand oben. Und danach würde ich vorschlagen, setzen wir in unserer Präsentation fort mit der Antragstellung und danach haben wir wieder einen Fragenblock vorgesehen. Frau Veronese und dann noch Frau Koppensteiner, bitte. Frau Veronese, bitte. Ja, ich habe eine Frage und zwar, wir haben nur ein Partnerland, das ist Israel. Und es steht, wir sollen mehr die Region einbeziehen, aber in Israel, in der Region steht uns ja auch nur Israel zur Verfügung, weil nur Israel Bachelor und Master akzeptiert. Das heißt, bin ich dann negativ vorbelastet für den Antrag, wenn ich nur für Israel beantrage? Weil ich habe auch keine andere Möglichkeit in der Region sozusagen. Ja. Also nein, Sie sind nicht negativ vorbelastet. Pardon. Wenn Sie nur für Israel beantragen, Sie beantragen ja trotzdem die gesamte Region, also die Region 3 ist das meines Wissens nach. Sie beantragen für die Region und dann innerhalb der Region für das Land Israel.
An sich ist das legitim, das so zu machen. Es ist nur so, dass angenommen, Ihr Antrag würde von den EvaluatorInnen nicht gut bewertet werden, sozusagen, dann kann das natürlich dann passieren, dass Sie keine Förderung bekommen, weil wenn sozusagen dieser Antrag für Israel sehr schlecht bewertet werden würde und Sie da nichts bekommen, haben Sie nicht auch noch eine andere Region, wo Sie vielleicht einen besseren Antrag schreiben würden und so Mittel bekommen könnten. Aber an sich ist das legitim, das so zu machen, und Sie können weiterhin nur sozusagen für Israel beantragen. Wenn das sozusagen der Internationalisierungsstrategie Ihrer Hochschule entspricht, dann ist das legitim, das so zu machen. Ja, da wir eine jüdische Hochschule ist, ist das ja naheliegend und sollte auch berücksichtigt werden. Noch eine Frage habe ich. Ich habe das leider noch immer nicht verstanden mit der Short-Term-Mobility. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, wie wir es letztes Jahr auf unsere Kosten gemacht haben, 20 israelische Studenten für, die haben so ein BIP gemacht, aber halt noch nicht offiziell über Erasmus, weil das ist sich mit dem Antrag nicht ausgegangen. Also die wurden 2 Monate online betreut und waren dann eine Woche hier. Das muss ich dann über K131 beantragen. Oder über K171. Ja, wenn Sie wirklich ein Blended Intensive Program machen wollen, mit allen Voraussetzungen, diese Möglichkeit gibt es nur in K131. Wie wir aber vorher schon besprochen haben, ist es wichtig, dass Sie da dann die entsprechende, zwei weitere Programmländer im Konsortium haben. Weil wir haben nur Israel, also kann ich das so und so nicht machen, oder? Nein, Sie können also sozusagen unter dem Label Blended Intensive Program können Sie es nicht machen, aber Sie können grundsätzlich Short-Term Mobilities, gibt es auch in 171, das heißt grundsätzlich Short-Term Mobilities abzuwickeln über 171 können Sie auch bei uns machen. Es geht nur darum, das Blended Intensive Program hat halt gewisse sozusagen Vorteile oder so gewisse Kennzeichen, die das halt als Blended Intensive Program ausweisen. Unter anderem, dass es von mehreren Hochschulen aus Programmländern beantragt wird, eine Mindestanzahl braucht und so weiter und so fort. Das ist dann alles nicht gegeben, aber an sich, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne zwischen der Partnerhochschule in Israel und Ihrer Hochschule einen Austausch haben, der auch über Short-Term Mobilities eben funktionieren soll mit virtueller Komponente und physischem Aufenthalt, dann können Sie das auch über 171 machen. Super, danke vielmals. Frau Koppensteiner, bitte, die letzte Frage jetzt vor dem nächsten inhaltlichen Block. Ja, herzlichen Dank. Ich habe 3 kurze Fragen. Die erste ist politische Natur. Also ich habe gesehen jetzt in den Antrags, Russland ist tatsächlich beantragbar. Gibt es dazu vom ÖAD irgendwie eine Empfehlung, das zu tun oder nicht zu tun? Wir richten uns hier an die Vorgaben der Europäischen Kommission. Da hat sich jetzt nichts geändert zu unseren Aussendungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Russland ist zum Beispiel bei den Kooperationspartnerschaften K2 nicht möglich, aber diesen sogenannten People-to-People-Austausch möchte die EU-Kommission weiter ermöglichen und K171 fällt unter People-to-People und darum ist es weiterhin möglich, das zu machen. Mit allen Einschränkungen etc., die Sie eben auch auf unserer Website finden, natürlich keine Personen, die auf dieser Sanktionsliste stehen etc. Okay. Und die allerletzte Frage, woran bin ich gleich schon still, ist, weil das jetzt vorher ein paar Mal gekommen ist, die Fewer Opportunity Top-Ups. Hat das eine Auswirkung, wenn im Antrag Fewer Opportunities Top-Ups beantragt wurden, aber man tatsächlich dann keine Teilnehmer findet, die diese Kriterien erfüllen und man das nicht ausschöpft, sozusagen im Sinne einer Past Performance, wenn dann die Leute doch alle nicht Fewer Opportunity waren? Also in K171 gibt es keine Pass-Performance. Die Konsequenz ist, dass Sie das Geld zurückgeben müssen, dass wir Ihnen bei einer Mittelumverteilung, dass wir Ihnen dazu quasi zugeteilt haben. Genau, und wir schauen natürlich dann schon bei der Prüfung des Endberichts auch, wie sind Sie mit den zuerkannten finanziellen Ressourcen umgegangen. Das heißt, es ist per se nicht schlimm, wenn Sie es beantragt haben, vor allem gerade im Call 2022. Das war ja der erste Call der neuen Programmperiode, da haben wir vieles auch noch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt der Antragstellung bezüglich Fewer Opportunities. Das heißt, wenn Sie es beantragt haben,
ist es jetzt mal nicht schlimm, sozusagen, wir würden Sie nur aufrufen dazu, dass Sie während der Projektlaufzeit wirklich gut darauf achten und wenn Sie schon merken, Sie können es einfach nicht verbrauchen, Sie finden halt niemanden, dass Sie es dann entsprechend zurückgeben und nicht erst mit dem Endbericht, weil sonst können wir diese Mittel ja auch nicht umverteilen für andere Hochschulen, die vielleicht doch jemanden gefunden haben. Genau, das ist also das bitte Einzige. Einfach nach bestem Wissen und Gewissen realistisch beantragen. Falls es sich dann nicht ausgeht, einfach mit einem der Zwischenberichte die Mittel wieder an uns zurückgeben, dass wir es anderen Hochschulen geben können. Gut, vielen Dank für diese umfangreichen Fragen und teilweise sind Sie ja schon ein bisschen auch in den nächsten, haben Sie eine gute Überleitung geschaffen, sagen wir mal so, für den nächsten Teil, nämlich jetzt wirklich die konkrete Antragstellung. Und ja, Katharina Wurzer hat dafür einige Folien vorbereitet und danach haben wir noch einmal Zeit für Fragen. Ja, genau. Dann, obwohl ich jetzt schon so viel gesprochen habe, auch nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen in dem Webinar zur Antragstellung für K171 für den Call 2023. Ich werde Ihnen jetzt zuerst ein paar Informationen zu technischen Aspekten der Antragstellung liefern und dann ein paar inhaltliche Informationen an Sie weitergeben. Vieles haben wir schon angesprochen sozusagen. Genau, jetzt aber mal die technischen Informationen. Das richtet sich jetzt sozusagen die kommenden Folien. Martin Gradl hat es auch erwähnt. Es geht ja auch darum, sozusagen ein bisschen mit dieser Präsentation, mit diesem Webinar ein bisschen ein Nachschlagewerk vielleicht auch zu schaffen, wo man bei Unsicherheiten nochmal vielleicht was nachschauen kann. Deswegen richten sich jetzt die folgenden Folien eher an KollegInnen, die vielleicht im letzten Jahr noch keinen Antrag geschrieben haben oder an Institutionen, die noch keinen Antrag eingereicht haben. Für alle anderen, ich glaube, es ist die große Mehrzahl, die ja zu den Antragstellerinnen schon gehört, kann das ja vielleicht auch ein in Erinnerung rufen von schon Bekanntem aus dem letzten Jahr sein vielleicht, genau. Gut, also Basisinformationen, wie Sie wissen, gibt es in K171 jährlich einen Call. Die nächste Deadline für den Call ist der 23. Februar, wie Sie ja schon wissen, und zwar um 12 Uhr mittags ist die Deadline. Es wird vielleicht sozusagen der Vollständigkeit halber, sage ich es nochmal, keine zweite Antragsrunde in diesem Jahr geben, sondern der nächste Call ist dann erst ein Jahr später. Das bedeutet aber, dass es umso wichtiger ist, dass Sie den Antrag, den Sie jetzt einreichen, auch wirklich pünktlich einreichen. Und ich würde Ihnen raten, die letzten Jahre haben das gezeigt, dass Sie nicht bis zum 23. Februar 11 Uhr warten oder 11.45 Uhr oder 50 oder so, weil zu diesem Zeitpunkt ja aus ganz Europa Menschen auf diesen Server zugreifen, um Antragsformulare hochzuladen, abzugeben, zu bearbeiten etc. Das heißt, einfach um sich den Stress von Serverproblemen und technischen Problemen irgendwie zu ersparen, nach Möglichkeit, wenn es für Sie machbar ist, einfach ein bisschen früher abgeben. Dann hat man diesen Puffer noch sozusagen. Genau, so wie in den letzten Jahren auch, können Anträge nur und ausschließlich von Hochschulen mit einer ECHE eingereicht werden. Für 171 bedeutet das, dass Sie, das sind Ihre Institutionen, also österreichische Institutionen mit ECHE, da natürlich die Partnerhochschulen in den Regionen keine ECHE beantragen oder bekommen können. Sie reichen dann einen Gesamtantrag ein, der sich dann aber aus mehreren Teilanträgen zusammensetzt. Und zwar so viele Teilanträge, wie Sie Regionen beantragen möchten. Das heißt, wenn Sie drei Regionen beantragen, setzt sich Ihr Antrag aus einem allgemeinen Teil und drei Regionsanträgen zusammen. Die sind aber alle in einem Dokument gebündelt. Die Antragstellung erfolgt wie in den letzten Jahren auch online über ein Antragsformular, ein Antragstool, das die Europäische Kommission zur Verfügung stellt. Das haben wir auch am Ende dieser Präsentation noch einmal verlinkt. Das Antragstool ist schon verfügbar mittlerweile und ich habe gesehen, dass ohnehin schon die allermeisten von Ihnen ohnehin Anträge generiert haben und da schon darin arbeiten. Genau, die Inhalte und Anforderungen dieses Calls sind sehr, sehr vergleichbar mit denen des letzten Calls, also des 22er Calls. Inhaltlich sozusagen bei der qualitativen, narrativen Begründung der Anträge hat sich nichts geändert. Die Fragen sind gleich geblieben. Und das Formular ist auch weiterhin unterteilt in drei Hauptsektionen. Das heißt, zum ersten sind das allgemeine Angaben zu Ihrer Institution als Antragsteller. Dann sozusagen gibt es einen großen Teil
zu den Regionen, das heißt, sie legen Regionen an und da führen sie dann eben auch narrativ aus, warum sie eben genau diese Regionen beantragt haben und dann einen dritten Teil, wo sie dann die geplanten Mobilitäten eintragen können. Wie schon erwähnt, es gibt sozusagen ein qualitatives Assessment für KA-171-Anträge. Das ist ein großer Unterschied zu KA-131-Anträgen und diese Begründung ist dann auch über das Antragstool einzutragen und abzuschicken. Bevor wir jetzt sozusagen dann wirklich die Screenshots anschauen und wirklich gemeinsam ein paar technische Dinge sozusagen zur Antragstellung durchgehen, möchte ich nochmal sozusagen betonen, dass Sie, wenn es Unklarheiten gibt oder Fehler im Antragstool oder irgendwas sich nicht berechnen lässt, obwohl das eigentlich sich berechnen lassen sollte, oder wenn sonst irgendetwas ist, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir können uns Ihre Anträge online ansehen, wir können sie einsehen, wir können sie nachbauen, wir können da eine Lösung finden. Und letztes Jahr war es so, dass wir in den allermeisten Fällen so eine Lösung gefunden haben. Aber selbst wenn es ein tieferliegendes Problem ist, sind wir Ihnen auch dankbar, wenn Sie uns darauf aufmerksam machen, weil dann können wir mit der Europäischen Kommission in Kontakt treten, wenn es jetzt irgendwelche größeren Bugs noch gibt sozusagen und können da irgendwie eine entweder sozusagen eine Lösung des Problems erwirken oder auch einfach nur einen Weg finden, wie wir damit umgehen, sozusagen in der Antragsrunde. So, jetzt sehen Sie, also jetzt kommen ein paar Screenshots sozusagen zum Antragstool. Für all jene, die schon im Antragstool arbeiten, wird das jetzt nicht so viel Neues sein. Trotzdem, vielleicht ist es ein bisschen ein Nachschlagewerk. Jetzt sind wir in der Grundansicht des Antragstools. Sie sehen jetzt hier oben die Form-ID, das bedeutet, dass jedes Formular, das online generiert wird, also jedes Antragsformular erhält oder dem wird automatisch eine Identifikationsnummer zugewiesen. Bitte achten Sie darauf, dass gerade wenn mehrere KollegInnen aus dem International Office vielleicht an einem Antrag schreiben, dass sie wirklich alle im gleichen Antrag schreiben und dass es nicht mehrere Anträge zu einer Institution gibt. Weil Sie dürfen ja sowieso nur einen Antrag einreichen als Institution. Zusätzlich ist diese Form-ID ganz praktisch. Wenn es mal irgendwie eine Nachfrage an uns gibt, wären wir sehr dankbar, wenn Sie uns die einfach auch ins E-Mail schreiben. Wir finden Ihren Antrag dann wesentlich schneller. Wir finden ihn auch, wenn das nicht ist, aber es macht uns die Suche leichter und dann können wir schneller das Problem anschauen. Genau, vielleicht ganz grundsätzlich zur Orientierung im Antrag. Da kann man sagen, dass es gestaltet ist nach Kapiteln. Also das heißt, die Kapitel sehen Sie auf der linken Seite des Screenshots. Das heißt, hier sind sozusagen, momentan sind wir im Kapitel, so nenne ich es halt jetzt mal, Kontext. Das heißt, das sind einfach ein paar grundlegende Informationen. Und hier spezifizieren sich dann die einzelnen Kapitel eben weiter auf. Und hier diese Pfeile dienen, es ist sehr intuitiv, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, diese Pfeile, wenn Sie da draufklicken, öffnen dann weitere Unterkapitel in diesem Kapitel. Genau. Diese vielleicht auch relativ intuitiv, trotzdem vielleicht nochmal gesagt, wenn Sie in einem Kapitel noch nicht alle erforderlichen Informationen eingetragen haben, leuchtet hier so ein rotes X, das sich dann, sobald alle erforderlichen Informationen eingepflegt wurden, umwandelt in eben so ein grünes Häkchen. Sie sehen weiters auf der rechten Seite des Screenshots zwei Schaltflächen. Die linke Schaltfläche, das ist sozusagen die wichtige Schaltfläche, um den Antrag einzureichen. Aber Sie sehen jetzt auch schon, dass dieses Submit im Vergleich zu der rechtsstehenden Schaltfläche ein bisschen heller konturiert ist. Das heißt, noch fehlen ja in unserem Probeantrag wahnsinnig viele Informationen. Und solange die nicht eingegeben sind, können Sie den Antrag auch nicht abgeben. Erst wenn sozusagen alles befüllt ist, Annexe, also Declaration of Honor und so weiter hochgeladen sind, leuchtet diese Schaltfläche dann sozusagen in diesem Dunkelblau und dann können Sie einreichen. Die Schaltfläche rechts daneben, PDF, gibt Ihnen den Antrag, so wie er zu diesem Zeitpunkt eben gerade ist, mit allen Informationen, die Sie zu diesem Zeitpunkt befüllt haben, als PDF aus. Wir empfehlen Ihnen das, weil einerseits sozusagen ist es ganz gut, vielleicht das abzulegen als quasi Sicherheitskopie oder so. Gleichzeitig auch, wenn Sie einen Final Check mit uns in Anspruch nehmen wollen, dann bitten wir Sie darum, uns den Antrag als PDF-Format zu übermitteln. Das heißt, das ist dann auch über diese Funktion. Und
es ist auch ganz gut zu sehen, wenn Sie, bevor Sie einreichen, das einmal als PDF anschauen. Letztes Jahr hat es einen Fall gegeben, wo unerklärlicherweise das immer abgeschnitten, also sozusagen die Textzeilen immer abgeschnitten waren. Wir haben dann eine Lösung gefunden, aber trotzdem bitte da einfach, kann man einmal nachschauen und dann weiß man, dass das nicht der Fall ist, hoffentlich. Genau. Und wenn das der Fall ist, bitte unbedingt einfach bei uns melden. Genau. Was ist jetzt, wenn Sie den Antrag nicht alleine bearbeiten, sondern eben mit einer Kollegin, einem Kollegen bearbeiten möchten? Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie das gemeinsam tun, und zwar hier wieder in der Kapitelübersicht, sozusagen ganz unten, gibt es das Kapitel Sharing. Hier können Sie Berechtigungen vergeben, sodass auch andere Leute teilnehmen können und bearbeiten können. Das machen Sie, indem Sie eine neue Person hinzufügen. Je nachdem, wie weit Sie sozusagen Ihren EU-Login vorangetrieben haben, könnte es auch diese oder diese Schaltfläche sein. Aber auf jeden Fall funktioniert es mit dieser Schaltfläche. Das heißt, Sie fügen eine neue Person möchten eine neue Person hinzufügen. Dann öffnet sich eben so ein Feld. Da geben Sie dann die E-Mail-Adresse der Kollegin ein, des Kollegen ein. Und können hier auch die Permissions festlegen, also die Berechtigungen. Es gibt verschiedene Berechtigungen, es gibt Leseberechtigungen, es gibt Lese- und Bearbeitungsberechtigungen oder dann auch den Vollzugriff, dass die Person auch die Möglichkeit hat, den Antrag einzureichen. Das entscheiden Sie, wie das für Sie richtig ist, und legen das hier ab. Wichtig ist aber, dass Sie dann unbedingt, weil sonst funktioniert es nicht, es gibt hier auch einen Reminder dazu, aber trotzdem vielleicht nochmal gesagt, dass Sie hier dieses Kästchen anhackeln als aktiv, weil erst dann sozusagen tut sich etwas. Sie klicken dann auf Save Changes und dann erhält die Person, die Sie da angegeben haben, ein E-Mail mit einem Link, über den sie dann auf das Antragsformular zugreifen kann. Erst dadurch sozusagen wird die gemeinsame Bearbeitung möglich. Vielleicht noch zum Speichern. Hier steht zwar Save Changes und das macht man auch und das ist auch gut. Ansonsten und generell speichert das Antragstool automatisch. Das müssen Sie nicht machen. Genau. Jetzt ist aber noch bei dieser gemeinsamen Bearbeitung vielleicht ein erwähnenswerter Punkt. Das, was Sie jetzt da gesehen haben, machen Sie einmal. Sie legen diese Person einmal an und dann hat sie Zugriffsrechte. Die können Sie natürlich auch wieder ändern, aber prinzipiell ist das ein einmaliger Prozess. Es ist aber nicht vorgesehen, dass mehr als eine Person im Antrag zur gleichen Zeit, also dass zwei Personen gleichzeitig im Antrag arbeiten können. Das bedeutet, wenn jetzt die Kollegin sozusagen auf den Link klickt und im Antrag arbeitet, wenn sie die Berechtigungen dazu eben bekommen hat, und Sie möchten auch einsteigen und möchten eine Mobilität noch hinzufügen, was auch immer, dann werden Sie eine sozusagen Fehlermeldung oder eine Meldung bekommen, dass eben gerade die andere Person arbeitet und Sie können dann sozusagen die Rechte sich zurückholen, dass Sie jetzt bearbeiten können. Und so geben Sie sich das dann sozusagen immer in die Hand. Ähnliches gibt es auch schon bei Mobility, hat es bei Mobility Tool eine Zeit lang gegeben. Genau, und das war letztes Jahr auch schon so. Das heißt, vielleicht kennen Sie das ohnehin schon. Gut, kommen wir jetzt dazu, Regionen anzulegen. Also in einem ersten Schritt, vielleicht also nach jetzt ganz konkret, wie legt man eine Region an? Sie sehen das hier, also zuerst Kontextinformationen, dann Informationen zu Ihrer Institution und dann legen Sie regionale Partner, also Regional Partnerships an. Sie gehen hierzu in das Kapitel Regional Partnerships und können hier über diesen Add Region Button, über diese Schaltfläche, eine neue Region hinzufügen. Sie wählen dann aus, beispielsweise habe ich jetzt hier Central Asia ausgewählt und dann ist die Region an sich mal angelegt. Sie sehen aber schon, dass bei Central Asia hier sozusagen noch eine Information fehlt, das ist hier noch rot, wohingegen bei Region 5 und bei Region 2 schon alles hinterlegt ist. Das liegt daran, dass man, wenn man eine Region richtig anlegen möchte, mindestens eine Partnerhochschule angeben muss. Also Sie können nicht einfach per se sagen, Sie möchten mit einer Region kooperieren, sondern es muss so konkret sein, dass Sie die Partnerhochschule anlegen für eine Kooperation.
Sie können das, also wenn Sie jetzt hier die drei Icons anschauen, das ist eh auch relativ klar mit dem X, können Sie natürlich die ganze Region löschen. Sie haben eine zu viel angelegt, unabsichtlich, Sie können das hier löschen. Mit dem Bleistift können Sie sozusagen auf dieser Ebene das bearbeiten. Das heißt, Sie könnten es ändern von Central Asia zu Sub-Saharan Africa, wie auch immer. Aber wenn Sie jetzt sozusagen einen Schritt weiterkommen wollen, ein Kapitel weiter voranschreiten wollen, dann ist sozusagen immer das Blatt Papier das Icon der Wahl. Und eben jetzt möchte ich diese Region vollständig anlegen. Das heißt, ich klicke auf das Blatt Papier und kann dann hier sozusagen, also jetzt bin ich nicht mehr im Kapitel Regional Partnership, sondern eben in den Details der Regional Partnership und lege dann hier eine OID an. Wir sind jetzt nicht mehr in Central Asia, muss ich gestehen, sondern in der Region Subsahara-Afrika, aber das tut dem Beispiel, glaube ich, keinen Abbruch. Sie geben hier die OID ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche OID Ihre Hochschule, Ihre Partnerhochschule hat, dann können Sie hier sozusagen nachschauen. Da gibt es den OID-Finder, da können Sie nachschauen und das System ergänzt dann automatisiert den Legal Name und das Land sozusagen, in dem die Partnerhochschule ist. Sie müssen aber manuell die E-Mail-Adresse der Kontaktperson hinzugeben, ansonsten erkennt das System diese Zusammenarbeit nicht an. Wichtig ist, Sie müssen die Partnerhochschule, Sie müssen für jedes Land, mit dem Sie zusammenarbeiten wollen, mindestens eine Partnerhochschule angeben. Also es reicht nicht aus, angenommen, jetzt sind wir in der Region 9, Subsahara-Afrika, Sie möchten mit Kenia zusammenarbeiten, aber eben auch mit Simbabwe beispielsweise. Dann reicht es nicht aus, wenn Sie hier diese kenianische Universität angeben, weil Sie dann später, weil das, also sozusagen die Angaben, die Sie hier machen, ist die Basis dafür, wofür Sie Mobilitäten anlegen können. Das heißt, wenn Sie hier nur eine kenianische Hochschule anlegen und keine aus Simbabwe, können Sie später keine Mobilitäten für Simbabwe anlegen. Das heißt, sozusagen in diesem Fall könnte man hier einfach wieder mit der Schaltfläche Add Organization eine weitere hinzufügen. Gut, wenn man dann alle Regionen angelegt hat, mit denen man gerne kooperieren möchte, kann man die Aktivitäten anlegen, also langsam die Mobilitäten anlegen. Also sozusagen, man kommt dem Kern der Sache immer näher. Und zwar braucht man Informationen zur Aktivitätsform. Das heißt, schon auf einem sehr grundlegenden Level wird unterschieden zwischen Studierendenmobilitäten und Personalmobilitäten. Dann natürlich das Partnerland, weil obwohl Sie für Regionen beantragen, beantragen Sie trotzdem Mobilitäten für ein Land innerhalb der Region. Sie müssen die Mobilitätsrichtung bekannt geben, ist es incoming oder outgoing, und dann auch das Distanzband. Wichtig ist hierbei bitte unbedingt, dass Sie immer den von der Europäischen Kommission vorgegebenen Distanzrechner verwenden, um diese Distanzbänder zu ermitteln. Und natürlich auch die Anzahl und die Dauer der Mobilitäten ist bekannt zu geben. Ein wichtiger Hinweis vielleicht dafür, bei Anzahl und Dauer ist es immer wichtig, sozusagen die Dauer der Mobilitäten mit der Zahl der Personen zu multiplizieren. Damit ist ganz einfach gemeint, wenn Sie 2 Personen für 5 Monate schicken möchten, dann geben Sie an Anzahl der Personen 2 und Monate 10. Das heißt sozusagen, es geht immer im Antragsformular um die gesamte Anzahl der Monate. Es ist nicht auszufüllen 2 Personen a 5 Monate, sondern 2 Personen zu insgesamt 10 Monaten. Genau, das heißt, jetzt sind wir wieder in unserem Antragsformular. Jetzt sozusagen sind wir im Kapitel Activities, nicht mehr im Kapitel Regional Partnerships, weil da haben wir schon alles angelegt, im Kapitel Activities. Und jetzt möchten wir sozusagen ganz konkret Mobilitätsflows für, nehmen wir Georgien, anlegen. Und das heißt, ich klicke hier wieder auf das Blatt Papier, um eine Stufe weiterzukommen. Und jetzt lege ich ganz grundsätzlich an, für jedes Land, das ich in dieser Region angelegt habe, soll es eine Studierendenmobilität sein oder soll es Staffmobilität geben? Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die Sie treffen müssen oder sozusagen die Sie anlegen müssen. Sie können auch beides anlegen natürlich, aber sozusagen da trennt sich jetzt schon mal der Weg zwischen Studierenden und Staff. Sie können dann wieder, die Schaltfläche ist diesmal ein bisschen weiter oben und weiß, nicht blau, eine weitere Aktivität hinzufügen.
Sie können eine Aktivität wieder löschen oder, und jetzt sozusagen des Pudels Kern, mit wieder das grüne Blatt Papier zu den Mobilitätsflows kommen. Sozusagen die Aktivitätsflows, die ja auch die Basis sind für die beantragten Fördermittel. Also nur noch einmal, um es klar zu sagen, Sie beantragen nicht jede Mobilität, Sie legen nicht einen Datensatz für jede Mobilität an, sondern Sie beantragen Mobilitätsflows. Ein Flow, ein Aktivitätsflow, ein Mobilitätsflow, das ist einfach die Summe aller Mobilitäten mit der gleichen Richtung, mit der gleichen Art, also Mobilitätsart, mit dem gleichen Distanzband in ein Partnerland. Das bedeutet, das sind beispielsweise alle outgoing Studierendenmobilitäten nach Georgien oder alle incoming Studierendenmobilitäten aus Georgien oder alle Personalmobilitäten outgoing nach Georgien und so weiter. Das heißt, pro Land können eigentlich maximal 4 Flows beantragt werden. 2 Flows für Personalmobilität, 2 Flows für Studierendenmobilitäten. Genau, jetzt haben wir da so einen Flow sozusagen gerade, um den zu beantragen. Das heißt, ich klicke hier auf den Bleistift, dann kann ich hier eintragen, wähle in dem Fall outgoing aus und hier fülle ich ein, wie viele Personen sollen da, für wie viele Personen beantrage ich Mittel, für wie viele Personen sollen 4 Opportunities beantragt werden. Das hat sich auch geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Dann das Distanzband und dann eben wie viele Monate gesamt. Wichtig ist, ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen können, aber hier gibt es einen sehr netten kleinen Reminder für Georgien, dass Georgien von den Restriktionen für Bachelor-Master-Studierenden betroffen ist. Das heißt, ich darf keine Bachelor-Master-Outgoing-Studierenden outgoing eben hier beantragen. Aber wichtige Information, das Antragsformular sperrt das nicht automatisch, weil es könnten ja PhD-Studierende sein. Wenn Sie aber da es ist keine Fehlermeldung, sondern so einen netten Reminder bekommen, dann vielleicht einfach nochmal kurz überlegen, sind das eh wirklich keine Bachelor-Master-Outgoing, sondern es sind PhDs zum Beispiel. Genau. Eine der letzten wichtigen Informationen noch, Sie sehen hier unten das Budget für die Mobilitäten. Also für diesen Flow, für diesen einzelnen Flow. Und ich würde Sie oder ich würde Ihnen raten oder ja, ich würde Ihnen raten, dass Sie da immer ein Auge darauf haben, dass ob das konkret, also ob das korrekt mitrechnet und ob das so seine Richtigkeit hat aus Ihrer Sicht. Das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Es gibt auch bei den Kapiteln eine eigene Budgetübersicht, die hat die Frau Calderon-Peter vorhin angesprochen. Auch da sozusagen ist es sinnvoll, die Flows abzugleichen oder das Regionsbudget abzugleichen mit dem, was dann als Budget ausgewiesen wird, weil letztes Jahr gab es hier ein paar Diskrepanzen. Im Zweifel einfach uns kontaktieren, wir rechnen uns das auch sehr gerne mit Ihnen durch. So, das war heute schon Thema auch, die Berechnung von Short-Term-Mobilities im Antragstool. Wir hatten es schon angesprochen, es gibt kein eigenes Berechnungsfeld im Antragstool, um Short-Term-Mobilities zu beantragen. Deswegen sozusagen die Lösung, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wird und wurde, man rechnet das in Langzeitmobilitäten um und beantragt das auch als solche. Wenn Sie noch genauere Informationen dazu haben möchten, im ICM Handbook, das auch auf unserer Website verlinkt ist, aus dem Jahr 2022 gibt es auch ein Berechnungsbeispiel. Allerdings sind da noch die Fördersätze von 2022 drinnen, aber die Berechnungslogik bleibt natürlich die gleiche. Gut, das heißt, angenommen, ich möchte 4 Short-Term-Mobilities incoming beantragen für 14 Tage, das heißt, 4 Leute sollen 14 Tage in Österreich bleiben, dann berechne ich einfach mal zuerst den Individual Support, den ich für diese 4 Personen bräuchte. Das mache ich, indem ich einfach Personen mal Tage mal Fördersatz, also 4 Personen mal 14 Tage mal den Fördersatz von 79 Euro. Das heißt, ich bräuchte für diese Mobilitäten 4.424 Euro und das kann ich aber so, wie es jetzt ist, nicht im Antragstool abbilden. Und deswegen rechne ich das um in Langzeitmonate. Und zwar kann ich das machen, indem ich sozusagen die real benötigten Mittel, um diese Mobilitäten abzuwickeln, dividiere ich dann einfach durch den Satz der Langzeit
Mobilitäten. Es ist eine Incoming-Mobilität. Incomings bekommen pro Monat 850 Euro. Das heißt, ich dividiere einfach den benötigten Betrag durch die 850 Euro und erhalte 5,2 Monate. Ich kann aber jetzt auch wieder nicht im Antragstool 5,2 Monate beantragen. Deswegen rundet man immer auf, nie ab, immer auf, damit man auf jeden Fall genug Geld beantragt und beantragt in diesem Beispiel zur Sicherheit 6 Monate. Genau. Angenommen, es wären Outgoings, sozusagen müsste ich hier den Satz für Outgoings nehmen. Es wären dann nicht durch 850, sondern durch 700. Gut. Ja. Ja, danke Katharina Wurzer. Wir haben jetzt sehr viel erfahren über die Antragserstellung. Ich denke, sehr auch nachvollziehbar aufbereitet durch die Screenshots. Und ich möchte wirklich noch einmal auch das betonen, was Katharina Wurzer schon gesagt hat. Das hat sich auch letztes Jahr bewährt. Wenn es da Unklarheiten gibt, kontaktieren Sie uns einfach und dann schauen wir uns das mit Ihnen gemeinsam an. Sie können auch einen Screenshot mitschicken, das macht es manchmal auch leichter und die Kolleginnen können dann eben auch den Antrag nachbauen. Wir haben jetzt noch einmal Zeit auch für Fragen und dann werden wir eine kurze Pause machen. Ich denke, Frau Veronese, Sie haben die Hand noch von der ersten Fragerunde oben. Ich würde daher mal mit der Frau Nell starten. Genau, und wenn Sie dann doch eine Frage haben, Frau Veronese, dann machen wir es nachher. Bitte um eine kurze Info, ob diese Hand noch von der ersten Runde ist oder auch für jetzt gilt. Frau Nell, bitte. Dankeschön. Bezüglich der Dauer der Mobilität, weil Sie, Frau Wurzer, erklärt haben, dass man eben die Zahl der Personen mit den Tagen multiplizieren muss. Die Travel Days, muss man die auch irgendwie selbst eintragen oder berücksichtigen oder werden die sowieso automatisch immer dazu gerechnet, also pro Mobilität 2 Travel Days? Nein, die werden nicht automatisch dazu gerechnet, sondern das liegt ja auch im Ermessen der Hochschule, ob sie gegeben werden. Das heißt, wenn Sie sozusagen sie geben möchten, dann beantragen Sie sie bitte einfach ganz normal dazu. Genau. Die inkludiere ich dann also in die Gesamtanzahl der Tage? Genau. Bei den Short-Terms meinen Sie jetzt? Nein, auch bei den Long-Terms, also Semesteraustausch zum Beispiel. Und Sie meinen, wann geben Sie dann Reisetage? Also im Antragsformular ist es getrennt, oder? Entschuldigung, wenn ich es jetzt sehe. Da steht einmal Total Duration in Days for all participants in Klammer excluding travel und dann gibt es einen Reiter darunter, wo steht Total Travel Days for Participants. Also ihr habt das so gelesen, dass man das separat angeben muss, oder? Da eben in dem Screenshot habe ich nämlich nichts gesehen. Also aber so hier ist es jetzt gerade, ich bin jetzt gerade drinnen in der Application Form, so steht es jetzt. Aber drinnen. Frau Jenewein, sind Sie bei Staff oder bei Studierenden? Ich wäre jetzt bei Staff. Ist das bei Studierenden anders? Ja, genau. Also bei Staff ist es genauso, wie Sie sagen, Frau Jenewein. Okay, aber bei Studierenden stimmt. Ist es anders, genau. Das heißt, Sie würden dann, also normalerweise beantragen Sie ja für die Studierenden, wenn es eine Langzeitmobilität ist, jetzt nicht unbedingt extra Reisetage dazu, sondern Sie würden dann einfach zum Beispiel fünf Monate beantragen oder so. Und bei Staff, wo es ja um eine viel kürzere Dauer geht, also ich sage jetzt mal 5 Tage, da gebe ich dann bei Total Duration 7 ein. Ja, genau. Damit da die 2 Travel Days, also einer zum Anreisen und einer zum Abreisen inkludiert sind. Genau, müssen Sie auf jeden Fall extra beantragen, weil wir ansonsten, das obliegt einfach der Hochschule, ob Staff die Travel Days bekommen soll oder nicht. Das sind auch immer Budgetfragen, genau. Deswegen, das können wir nicht für Sie übernehmen. Das müssen Sie uns einfach sagen halt. Genau. Gut. Und bei so einer kurzen Mobilitätsdauer, eben zum Beispiel bei Staff, muss man bei Monaten dann gar nichts eingeben, sondern nur Tage. Verstehe das richtig. Also alle Screenshots, die Sie jetzt gesehen haben, haben sich ausschließlich auf Studierende bezogen. Bei Staff, das hat die Frau Jenewein ja auch schon gesagt, schaut es ein bisschen anders aus. Und da sind dann werden Tage abgefragt. Ich genau. Verstehe, gut. Dankeschön. Vielen Dank. Lisa Neuner, bitte.
Dankeschön. Schönen guten Morgen an alle. Ich hätte eine Frage zu den Partnerhochschulen. Sie meinten ja, man muss mindestens eine Partnerhochschule pro Region anlegen, beziehungsweise auch dann eine Partnerhochschule pro Land, mit dem man zusammenarbeiten will. Erste Frage, gibt es hier eine maximale Anzahl an Partnerhochschulen, die man anlegen kann, beziehungsweise aus Ihrer Sicht qualitativ gesehen, wie gut wird denn das angenommen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 7 Partnerhochschulen eintragen? Da kann ich was dazu sagen. Wir gehen dann nachher auch noch auf die inhaltliche Bewertung ein. Der Antrag muss durchgängig sein. Sie müssen das begründen. Es kann ein Antrag mit einer Partnerhochschule sehr gut sein. Es kann ein Antrag mit einer Partnerhochschule sehr schlecht sein. Und das Gleiche ist auch mit einer Partnerhochschule von 7. Also man muss das alles begründen können. Ja. Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, also es gibt hier zwei Ebenen, die relevant sind. Das eine, sozusagen auf die hat Martin Gradl jetzt referenziert, ist die inhaltliche Ebene, also wie wird dann dieser Antrag bewertet? Und da ist es genau so, es muss einfach sozusagen konsistent sein, es muss passen, es muss auch das Gefühl vermittelt werden, dass Sie sozusagen wirklich aktiv mit all diesen Partnerhochschulen, die Sie da erwähnen, in Kooperation stehen und treten können und dass Sie auch sozusagen die Kapazitäten haben, diese Partnerschaften qualitätsvoll umzusetzen. Das ist sozusagen die inhaltliche Ebene. Aber jetzt vielleicht noch ergänzend die technische Ebene, also im Antragstool, wäre mir nicht bekannt, dass es da eine Grenze gibt. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht probiert, 100 anzulegen, aber bei 7 gibt es sicher kein Problem. Nein, das hatten wir ja auch hin und wieder, aber Sie müssen es, Sie müssen das wirklich dann gut beschreiben. Wie gesagt, im nächsten Teil gehen wir auch dann inhaltlich ein, aber man muss das einfach gut begründen und es muss zusammenpassen. Okay, danke schön. Gut, wir haben jetzt noch 3 Fragen und dann machen wir eine kurze Bildschirmpause. Und Herr Strohmeier, bitte. Danke, meine Frage ist nur ganz kurz. Es geht um die OID. Wir haben jetzt ein paar, 2-3 neue Universitäten dabei und die eine oder andere hat eine neue OID gebraucht erst. Jetzt haben die beantragt und wenn man sie halt jetzt sucht, kommt bei vielen waiting for an A Certification. Und bei einer ist es, glaube ich, jetzt fast schon ein Jahr, was dieser Status ist. Ist das irgendein Problem für die spätere Ausführung? Nein. Nein. Wenn es so bleibt. Ja, auch wenn es so bleibt. Bei Partnerhochschulen ist es kein Problem. Wichtig ist, Ihre Institution muss eine Certified sein. Das ist wichtig. Aber bei den Partnerhochschulen ist das kein Problem. Wichtig ist, dass eine OID angelegt worden ist und natürlich darüber hinaus, dass die Partnerhochschule sich zu den ECHE-Prinzipien und so weiter erklärt. Aber das ist sozusagen eh klar und steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber jetzt sozusagen technisch für den Status, das Eintragen in den Antrag macht es keinen Unterschied und auch für die Auswahl von uns, fürs Budgetieren macht es keinen Unterschied. Wichtig ist nur, dass die Hochschule eine OID hat. Okay, perfekt. Super, danke. Frau Gratschanova, bitte. Guten Morgen. Ich hätte eine Frage zu den Partnerinstitutionen. Ich glaube, wo gehört zu haben, dass es möglich ist, sollte der Antrag natürlich bewilligt werden, in einer Region zusätzliche Partnerinstitutionen zu beantragen. Stimmt das so und wie würde sowas theoretisch funktionieren? Genau, also auch da, das ist etwas, das wir im letzten Jahr dann erst sozusagen erfahren haben. Wichtig ist, dass Sie sozusagen nicht nur die Region beantragen, jetzt schon, sondern auch die Länder. Also es wird sehr schwer sein, ein Land hinzuzunehmen, aber angenommen, Sie haben Mittel beantragt für Mosambik und dann kommt noch eine Partnerhochschule in Mosambik hinzu, ist das überhaupt kein Thema. Gut, und jetzt noch bitte die Kollegin von der Kunst-Uni Graz. Ja, schönen guten Morgen, danke schön. Ich wollte kurz fragen, wenn es bei uns zwei unterschiedliche Institute gibt, also auch wirklich fachlich, die im gleichen Land einen Antrag stellen wollen mit unterschiedlichen Hochschulen, gibt es die Möglichkeit, dass ich dann inhaltlich quasi zwei Anträge mit einem KA 171 Antrag stelle? Habe ich das richtig verstanden oder geht das gar nicht? Also sozusagen wichtig ist, dass pro Institution nur
ein KA-171-Antrag eingebracht werden kann. Das heißt sozusagen, wenn Sie auch Ihre Akkreditierung für als gemeinsame Kunst-Uni Graz bekommen haben, dann dürfen Sie maximal einen Antrag zusammen einreichen. Also das sozusagen ist, mir ist jetzt das, meinen Sie mit Instituten einfach ganz normal, einfach unterschiedliche Institute innerhalb von einer Fakultät? Genau, also bei uns die Kunst-Uni sind Institute, statt Fakultäten und wir haben halt... Ja, nein, dann einen Antrag. Also sozusagen, wenn es eine gemeinsame Hochschule ist, absolut nur einen Antrag in KA-171. Genau, aber es ist möglich, dass ich einmal inhaltlich einen Antrag mit einer Partnerhochschule in dem gleichen Land stelle für einen Fachbereich oder für ein Fach und genauso im gleichen Land mit einer anderen Institution für einen anderen Fachbereich. Das okay, ich glaube, ich habe Sie falsch verstanden. Ja, genau, Sie können sozusagen, genau, okay. Sie können sagen, das Institut A kooperiert mit der Partnerhochschule in, Kenia zu diesem und diesem Thema und das Institut B kooperiert mit einer anderen Partnerhochschule in Kenia oder in Mosambik oder wo auch immer zu diesem und jenem Thema. Das können Sie so machen. Ja, da habe ich Sie falsch verstanden jetzt. Okay, und die Mobilitäten in dieses Land und aus diesem Land würde ich aber trotzdem für beide Fachbereiche zusammenzählen und eintragen? Wenn es ein Land ist mit dem gleichen Distanzband, dann ja, dann zählen Sie es zusammen. Gut, Dankeschön. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich denke, wir haben jetzt schon wichtige Punkte durchgearbeitet. Nach einer kurzen Bildschirmpause werden wir jetzt vor allem noch auf die inhaltliche Bewertung der Anträge und ein bisschen auf den weiteren Ablauf eingehen. Ich schlage vor, dass wir uns um 11.35 Uhr pünktlich wieder treffen und wünsche Ihnen eine schöne kurze Kaffeepause, Bildschirmpause etc. Bis gleich. Es ist 11.35 Uhr. Wir werden jetzt fortsetzen unser Infowebinar mit einigen, wie ich schon gesagt habe, mit einigen Hinweisen jetzt zur inhaltlichen Antragstellung. Wie werden die Anträge dann bei uns bewertet? Und ich darf dafür wieder an die Kollegin Katharina Burzer übergeben. Genau, also jetzt kommen wir zu den inhaltlichen Aspekten. Ich werde da ein bisschen jetzt schnell durch die ersten Folien schneller durchgehen, weil die Zeit schreitet voran und das sozusagen hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht wirklich geändert. Es ist auch dieses Jahr wieder so, dass es insgesamt 3 Fragen zu beantworten gibt, wo man aber dazu sagen muss, dass die erste dieser Fragen zur Qualität des Projektdesigns und der Zusammenarbeit mit den Partnern auf Projektebene zu beantworten ist. Das heißt, für den gesamten Antrag beantworten Sie diese Frage einmal. Und die anderen beiden Fragen zur Relevanz des Mobilitätsprojektes und zu den Auswirkungen zur Verbreitung beantworten Sie dann für jede Region, die Sie im Antrag eben drinstehen haben, für jede Region, die Sie beantragen, einmal. Das heißt, wenn Sie 3 Regionen beantragen, beantworten Sie die erste Frage einmal und die Fragen 2 und 3 insgesamt dann 3-mal für jede Region eben noch einmal. Genau, das ist jetzt eine Übersicht. Wenn man sich die Fragenkategorien jetzt ein bisschen genauer ansieht, dann sozusagen dieser erste Teil, die Qualität des Projektdesigns und der Zusammenarbeit mit den Partnern, muss eben, wie gesagt, einmal für das gesamte Projekt ausgefüllt werden. Die maximale Zeichenanzahl, die Ihnen in diesem Feld zur Verfügung steht, sind 12.000 Zeichen mit Leerzeichen. Der Antrag kann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ausgefüllt werden. Und worum geht es in dieser Frage? Es geht hier wirklich darum, die Muster der Abwicklung zu schildern. Also das heißt, wir haben es nochmal hier in Leitfragen zusammengefasst. Wie werden die Zuständigkeiten und die Verantwortungen der beteiligten Hochschulen aufgeteilt? Also wer betreut die mobilen Personen? Wer ist da dafür zuständig? Wer erstellt die Grant Agreements? Wie läuft der Auswahlprozess ab? Wer übernimmt hier was? Wie wird sichergestellt, dass auch Menschen von sozial benachteiligten Gruppen gefördert werden können? Wie wird das Programm überhaupt oder das Projekt überhaupt beworben und so weiter? Aber auch ganz konkret, welche Unterstützung erhalten mobile Personen, wenn es um fremdenrechtliche Aspekte geht, aber auch die Unterkunft, sprachliche Förderung, Versicherungen etc. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie läuft die akademische Anerkennung ab? Welche Mechanismen der Kooperation haben Sie da entwickelt mit den Partnerhochschulen? Diese Leitfragen sind eine Auswahl. Sie finden alle Teilfragen
im Antragstool selber. Also das heißt, wenn Sie in das Feld sozusagen, in das Sie dann ja auch den Text eingeben, um drüber schauen, finden Sie alle Teilfragen, alle Aspekte, die Sie da angeben sollen. Und da kann ich Ihnen wirklich nur raten, dass Sie möglichst sozusagen auf alle geforderten Punkte eingehen. Das wirkt sich sicherlich sehr positiv für Ihren Antrag, auf Ihren Antrag aus. Genau. Wichtig ist, dass diese Frage ja auf Projektebene zu bearbeiten ist. Das bedeutet aber auch, dass gerade wenn Sie eine Hochschule sind, die mit vielen Regionen kooperiert, mit vielen Hochschulen kooperieren möchte, ist es wichtig, dass Sie hier sozusagen straffen und halt wirklich sozusagen die grundlegenden Muster der Kooperation schildern und im besten Fall trotzdem sehr konkret bleiben, was die Zusammenarbeit angeht. Aber in den meisten Fällen sozusagen laufen ja diese Prozesse nach sehr klar definierten Workflows ab, die Sie da einfach gut schildern können. So, die Frage 2, die Relevanz des Mobilitätsprojektes muss für jede Region ausgefüllt werden und beantwortet werden. Hier ist die maximale Zeichenanzahl 10.000 Zeichen mit Leerzeichen. Und hier gilt es herauszuarbeiten, warum die Kooperation mit genau dieser Region und mit genau dieser Hochschule oder mit diesen Hochschulen für Sie und für die Partnerhochschule von Relevanz ist. Hier geht es auch kurz darum, auf die Internationalisierungsstrategie der beteiligten Hochschulen zu verweisen, sie auszuführen und zu erklären, warum eben diese Zusammenarbeit sozusagen eine gute Synergie ergibt. Das kann jetzt sein, weil Sie sozusagen ganz starke Verbindungen innerhalb von bestimmten Fachrichtungen haben. Es kann sein, dass Sie da eben schon eine lang etablierte Zusammenarbeit haben, die noch weiter gefestigt werden soll. Weitere Punkte können natürlich sein, dass man eben sagt, okay, es geht darum, wir möchten gerne mit dieser Hochschule zusammenarbeiten, weil es hier quasi um Komplementarität geht. Das heißt, das Studienangebot ergänzt unseres sehr gut oder vielleicht ist es auch sehr ähnlich zu unserem Studienangebot. Das könnten alles Argumente sein, um sozusagen in Abgrenzung zu Frage 1 können hier wirklich noch einmal Besonderheiten der Kooperation hervorgestrichen werden. Genau, Leitfragen sozusagen für diese zweite Frage wären dann eben wieder, was ist die Internationalisierungsstrategie der beteiligten Institutionen, welche Departments, welche Fakultäten sind involviert und warum eben genau mit dieser Region? Was wäre der Mehrwert für die mobile Person? Genau, warum braucht es dieses Projekt sozusagen? Was fehlt noch, dass es dieses Projekt unbedingt braucht? Aber in diesem Fall ist es auch sehr gut, wenn Sie schon einfach lang etablierte Projektpartner sind, dass Sie das auch einfach schildern. Allerdings ist es nicht sozusagen, es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ja, diese Kooperation gibt es irgendwie schon so lange und deshalb wollen wir sie weiterführen, sondern natürlich braucht es da ein inhaltliches Fundament. Aber auch hier ist es wieder so, dass alle Teilfragen, die noch zusätzlich sozusagen vorhanden sind, im Antragstool aufgelistet stehen. Genau, die dritte Frage zur Auswirkung und zur Verbreitung des Projektes muss auch wieder für jede Region beantwortet werden. Auch hier gibt es wieder 10.000 Zeichen mit Leerzeichen. Und hier geht es darum, möglichst konkret, möglichst präzise Verbreitungsaktivitäten anzuführen. Und zwar nach Möglichkeit nicht nur auf der unmittelbaren Ebene der mobilen Person, nicht nur, sondern eben auch der aller beteiligten Hochschulen eigentlich, also sowohl Ihrer Hochschule als auch der Hochschule in den Regionen und möglicherweise sogar darüber hinaus auf nationaler oder übernationaler Ebene. Genau, Leitfragen sind hier wieder, wie genau sollen die Dissemination funktionieren? Also das heißt, welche Social-Media-Kanäle werden da bespielt? Gibt es Veranstaltungen, die geplant sind? Gibt es erwachsen daraus vielleicht Publikationen und so weiter? Aber eben dann auch, was geht über den akademischen Bereich hinaus? Also gibt es Auswirkungen auf nationaler, regionaler Ebene? Auch hier wieder noch einmal, die Teilfragen stehen alle wesentlich ausführlicher noch im Antrag drinnen. Das heißt, einfach da nachschauen und da sehr präzise antworten. Genau. Gut, ich glaube, jetzt kann ich wieder übergeben an meine Kollegin Anna Kuprian. Ja, vielen Dank, Katharina. Ich darf Ihnen noch ein paar weitere Tipps für Ihren Antrag geben.
Und zwar einmal der Hinweis, in der Reihenfolge, in der Sie die Region während der Antragstellung hinzufügen, werden diese schließlich auch in Ihrem endgültig eingereichten Antrag angezeigt. Wenn Sie also beispielsweise zuerst die Region 12 anlegen, steht diese auch zu Beginn Ihres Antrags. Bei der letzten Antragsrunde bekamen wir dieses Feedback öfter von den EvaluatorInnen. Demnach würden wir Ihnen vielleicht empfehlen, dass Sie am besten beim Anlegen der Regionen von vornherein chronologisch vorgehen. Sie können natürlich auch jederzeit Regionen wieder löschen und neu anlegen. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise bereits die gesamten Mobilitäten einer Region angelegt haben, dann würden wir Ihnen jetzt natürlich nicht empfehlen, dass Sie sich diese gesamte Arbeit nochmal doppelt machen. Die meisten von Ihnen werden auch Anträge für mehrere Regionen schreiben. Es ist zwangsläufig so, das ist uns bewusst, dass gewisse Elemente wiederkehren werden. Das ist erlaubt. Wichtig ist dabei aber, dass es eben inhaltlich immer passen sollte. Also machen Sie keine Flüchtigkeitsfehler, kein Copy-Pasten natürlich. Es sollte eben ein homogener Antrag sein und auch innerhalb der Regionen eben gut angepasst sein. Klären Sie bitte auch sehr offensichtliche Dinge. Unsere EvaluatorInnen haben kein vorheriges Wissen. Sie werden auch nichts recherchieren. Das, was Sie also in den Antrag schreiben, ist dann das Wissen, was vorhanden ist und was berücksichtigt wird. Also bitte eben nichts als gegeben voraussetzen. Es ist auch wichtig, dass Sie sowohl auf fachspezifische Aspekte eingehen, als auch auf Aspekte der Projektumsetzung. Also diese sind gleichermaßen relevant. Und meine Kollegin hat es schon gesagt, es ist sehr wichtig, dass Sie eben die Perspektive Ihrer Partner einbringen. Wichtig eben, dass Sie hier in einem intensiven Austausch sind. Sie können Ihre Partner beispielsweise involvieren, nicht nur in die Ideenfindung, sondern auch in die Ausarbeitung des Antrages. An dieser Stelle nur ein Hinweis, es gab bereits den Fall, dass eine Hochschule Teile des Antrags selbst geschrieben hat und andere Teile von einer Partnerinstitution verfasst wurden, was natürlich für den Aspekt der Involvierung der Partnerhochschule sehr gut ist. In diesem Fall war es aber dann so, dass Teile des Texts auf Deutsch waren und Teile auf Englisch und das ist für die Evaluierung weniger gut. Es sollte eben dieser möglichst homogene Antrag sein und deswegen ist hier bitte auch eben auf eine einheitliche Sprache zu achten. Ja, daran schließen auch noch die folgenden Punkte an. Vermeiden Sie bitte argumentative Doppelungen im Antrag. Es war wieder ein Feedback der EvaluatorInnen aus dem Call 2022, dass aufgrund der früheren Antragslogik oft eine inhaltliche Doppelung stattgefunden hat, eben bei Frage 1 und 2. Nochmals zur Wiederholung, Frage 1 soll eben wirklich für diese allgemeinen Arrangements genutzt werden und Frage 2 dann eben spezifisch für die einzelnen Regionen und eben genau diese Besonderheiten dieser Zusammenarbeit. Achten Sie bitte auch auf sprachliche Klarheit, Konsistenz. Ganz wichtig, dass ein roter Faden erkennbar wird. Rechtschreibfehler sollten natürlich vermieden werden, finden aber doch immer wieder ihren Weg in die Anträge, was beispielsweise durch eine Durchsicht durch mehrere Personen vermieden werden kann. Und genau wie bereits genannt, die Sprache Deutsch oder Englisch. Vermeiden Sie auch Worthülsen, wie beispielsweise die Schlagwörter Inklusion oder auch Nachhaltigkeit. Das sind horizontale Prioritäten der aktuellen Erasmus-Plus-Programmperiode und deshalb natürlich wichtige Punkte für Ihren Antrag, jedoch nicht, wenn sie eben einfach nur als Wörter genannt werden, ohne Einbettung und Ausführung. Deshalb würden wir Ihnen gerne mitgeben, unbedingt auch auf die konkreten Umsetzungsstrategien für genau solche Aspekte wie Inklusion und Nachhaltigkeit einzugehen. Ja, außerdem würden wir Ihnen gerne noch ein weiteres Fazit der EvaluatorInnen mitgeben, nämlich, dass diese neue Antragslogik einen allgemeinen Mehrwert für die Qualität der Anträge darstellt. Die neue Antragslogik birgt eben dieses Potenzial, dass Anträge viel spezifischer werden, dadurch auch besser werden. Eben genau deshalb, weil es diese erste Frage zu den allgemeinen Aspekten gibt und dann eben dieser Raum bleibt eben in jeder Region, um hier genau zu beschreiben, was gemacht werden soll und warum eben genau diese Hochschule und Region ausgewählt wird. Genau. Wir haben es ja jetzt bereits in den Fragen, glaube ich, angesprochen, dass eben pro Institution und pro Region immer nur ein Antrag von Ihnen als Hochschule gestellt werden kann. Ganz wichtig, berücksichtigen Sie bitte auch die Zielgruppe, die Sie mit Ihrem Antrag ansprechen wollen. Beispielsweise, wenn Sie jetzt einen Antrag für Personalmobilität stellen und dann aber darüber schreiben, dass Sie Konferenzteilnahmen fördern wollen, dann ist klar, das ist nicht förderfähig und somit dann eben auch schlecht zu evaluieren. Was wir auch bereits angesprochen haben, ist, dass Sie innerhalb des Antrags natürlich auch verweisen können auf andere Regionen, wo Sie gewisse Aspekte schon sehr detailliert beschrieben haben. Das ist natürlich möglich, aber eben immer wieder wichtig, dass
Sie immer zeigen, was jetzt speziell an dieser Kooperation mit genau dieser Hochschule und in dieser Region ist. Ja, allgemein für Ihre Wahl von Partnerregionen und Institutionen ist zu berücksichtigen, die Tabelle, die Herr Gradl Ihnen am Anfang präsentiert hat, mit der Nachfrage und Auslastung der einzelnen Budgetfenster, dass Sie sich daran auch orientieren. Und eben auf diese geografische Balance zu achten. Also es gibt Richtlinien der Kommission, dass eben dieses Fördergeld möglichst einer breiten Vielzahl an Staaten zugutekommen soll. Es macht natürlich Sinn, sich auf bereits bestehende Kooperationen und Netzwerke, auf diese zurückzugreifen. Es gibt vielleicht schon Mobilitätsprojekte aus vergangenen Jahren oder auch Forschungskooperationen. Wenn Sie Ihre Mobilitätsprojekte also in so einer ganzen Strategie einbetten können, dann ist das natürlich auch sehr sinnvoll für den Antrag. Und wollen Sie jetzt aber Ihr Netzwerk erweitern oder in einer neuen Region Fuß fassen, dann können Sie das sehr gerne über die nationalen Erasmus Plus Offices oder nun auch die Erasmus Plus National Focal Points tun. Hier haben wir für Sie einen Link mit der genauen Auflistung und das sind quasi Ankerpunkte für Sie für die einzelnen Regionen. Und diese können dann auch Kontakt mit Hochschulen vor Ort herstellen. Ja. Genau, wie Gabi, wir haben es jetzt schon öfter erwähnt, eben lernen Sie Ihre Partner gut kennen und planen Sie detailliert gemeinsam, damit auch nicht nur der Antrag erfolgreich ist, sondern auch das Projekt dann noch reibungsloser verlaufen kann. Genau, es wird für die Evaluierung Ihres Antrags nur Ihr Antrag und der Antragstext herangezogen. Es gibt eben keine Beurteilung der Past Performance, wie es, glaube ich, bei K131 der Fall ist. Bei uns zählt also wirklich rein der Antrag. Wenn Sie Folgeprojekte haben, also bereits Mobilitäten genehmigt bekommen haben und im Jahr darauf wieder beantragen, dann macht es Sinn, schon auf die Erfolge der Vergangenheit hinzuweisen und das Ganze einzubetten. Genau. Und wir empfehlen Ihnen ganz klar eine jährliche Projekteinreichung, da es einfach nicht garantiert ist, dass Sie im nächsten Jahr wieder Mobilitäten bzw. Gelder bekommen. Und unsere Projektlaufzeiten sind ja sehr lang, dazu noch mehr von einer weiteren Folie. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Jahr Pause machen würden und nichts beantragen und erst wieder im Folgejahr etwas beantragen und keine Fördergelder bekommen, dann kann es natürlich sein, dass für einen gewissen Zeitraum einfach kein Budget zur Verfügung steht für Mobilitäten. Und deswegen empfehlen wir eben jährlich zu beantragen. Ja, jetzt kommen wir noch schnell zum letzten inhaltlichen Teil, nämlich zum Auswahlprozess und der Mittelvergabe. Wie jetzt schon mehrfach erwähnt, am 23. Februar ist die Deadline für die Antragstellung. Dann werden eben externe ExpertInnen ihre Anträge evaluieren. Wir erstellen dann das Budget, es gibt eine Auswahlentscheidung und dann gibt es die Vertragsunterzeichnungen. Und mit 1. August 2023 beginnen die Projekte offiziell. Ab da ist es dann auch möglich, Mobilitäten zu realisieren. Wie auch schon in den letzten Jahren gibt es theoretisch die Möglichkeit, also zwei Möglichkeiten, was die Projektlänge angeht, 24 oder 36 Monate, das können Sie im Antragsformular selbst auswählen. Wir empfehlen aber ganz stark, die 36 Monate zu wählen, ganz einfach dadurch, wenn Sie Ihre Mobilitäten aufgebracht haben, können Sie jederzeit das Projekt beenden. Also Sie können das beispielsweise auch schon nach einem Jahr machen und den Endbericht einreichen. Dann entstehen für Sie keine Nachteile. Gleichzeitig aber, wenn Sie nur 24 Monate gewählt haben und dann das Projekt verlängern wollen, ist das für Sie als auch für uns ein bürokratischer Aufwand. Das heißt, mit den 36 Monaten haben Sie eigentlich nur Vorteile. Ja, wie läuft die qualitative Evaluierung dann im Detail ab? Als erstes werden wir einen Formalcheck durchführen. Beispielsweise schauen wir uns an, haben Sie eine ECHA-Zertifizierung? Sind es auch sonst alle formalen Kriterien des Antrags erfüllt? Wenn das der Fall ist, dann kommt es eben zur inhaltlichen Evaluierung. Hier wird jede Partnerregion separat evaluiert. Meine Kollegin hat es schon kurz angesprochen, es werden eben diese drei Kategorien, Qualität, Relevanz und Auswirkungen und Verbreitung, werden für alle drei Kategorien Punkte vergeben. Und für Sie wichtig zu wissen, Sie müssen, damit Ihr Projekt förderfähig ist, von 100 möglichen Punkten auf alle Fälle 60 erreichen. Und da eben pro Kategorie, pro dieser drei Kategorien, immer mindestens 50%. Ganz wichtig, diese allgemeine erste Kategorie zum Punkt Qualität, da müssen Sie auf jeden Fall die 20 Punkte, also eben 50% erreichen, sonst fällt Ihr gesamtes Projekt. Wenn Sie jetzt in einer Region die 50% nicht erreichen, dann fällt nur diese Region. Deshalb ist es eben wichtig, dass vor allem dieser erste Teil zur Qualität wirklich gut ausgearbeitet ist, weil dies eben für den Gesamtantrag Auswirkungen hat.
Ja, wenn die Evaluierungen dann erfolgt sind, dann gibt es eine Rangliste für jedes Budgetfenster. Und auf Basis des Budgets, was wir eben zur Verfügung haben, teilen wir dann diese Förderung auf. Je nachdem, wie viele Punkte Sie erreicht haben, deswegen auch eben Ihre Position auf der Rangliste und wie viel Budget zur Verfügung steht, haben Sie dann eben die Möglichkeit, mehr oder weniger Mobilitäten gefördert zu bekommen. Das heißt eben, das Budget wird bei uns gestaffelt verteilt. Und im Endeffekt gibt es dann drei mögliche Resultate. Also entweder Sie bekommen eine Vollförderung, das heißt, alle Mobilitäten werden gefördert, eine Teilförderung, zum Beispiel wird nur ein gewisses Land in einer Region gefördert, oder alle Länder, aber eben nur eine gewisse Anzahl an Mobilitäten. Oder eben es gibt keine Förderung, weil zum Beispiel die Punkte zu niedrig waren oder weil wir nicht genug Budget hatten. Ja, und wie auch schon vorher erwähnt, wenn Sie einen erfolgreichen Antrag stellen, dann ist das keine Garantie, dass Sie im nächsten Call wieder Mobilitäten bekommen werden. Hier noch ganz kurz ein fiktives Beispiel, nur um das zu verdeutlichen. Also wenn Sie als Hochschule sich für drei Partnerregionen einen Antrag schreiben, die erste Region, da bekommen Sie 64 Punkte, bei der nächsten Region, Region 9, bekommen Sie 72 Punkte und bei der dritten Region 12 78 Punkte, dann könnte hier eben ein mögliches Resultat sein, dass Sie für die Region 9 mit den 72 Punkten alle Mobilitäten gefördert bekommen, also eine Vollförderung. Für die Region 1 könnten Sie eine Kürzung Ihres Budgets bekommen, also dass Sie nur eine Teilförderung bekommen. Und für Region 12 gar keine Mittel, obwohl Sie eine hohe Punkteanzahl erreicht haben. Das entspricht auch der Realität, denn gerade in dieser Region mit Kanada und den USA, die ist sehr hoch nachgefragt. Also selbst mit einer hohen Punkteanzahl kann es hier eben auch passieren, dass Sie keine Mobilitäten bekommen, weil dieser Konkurrenzdruck eben so hoch ist. Ja, wir bieten wie jedes Jahr auch dieses Jahr wieder Beratungen für die Antragstellung an. Es gibt zum einen Erstberatungsgespräche für Newcomer, also Hochschulen, die noch keine Anträge gestellt haben. Diese sind laufend möglich. Und es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit für Final Checks. Bis zum 16. Februar bieten wir diese an. Das ist sozusagen ein Feinschliff für Ihre fertigen Anträge. Diese können online oder auf Wunsch auch gerne persönlich im ÖRD-Haus hier in Wien stattfinden. Sie schicken uns dazu bitte im Vorhinein bis spätestens zwei Werktage vor unserem Termin Ihren Antrag als PDF und wir lesen dann den allgemeinen Teil und immer eine Region für Sie im Detail durch und geben Ihnen dann konkretes Feedback dazu. Und haben Sie Interesse an diesen Beratungen, dann melden Sie sich bitte bei Barbara Freudorfer unter der angegebenen E-Mail-Adresse. Sie wird die Terminvergabe koordinieren. Abschließend nur noch ein paar Links, einmal auf unsere Website. Dort finden Sie dann auch die Präsentation und die Aufzeichnung. Wir werden diese aber auch noch an Sie verschicken. Ein Link zum Programmleitfaden. Hier wurde soeben eine zweite Version für den Call 2023 veröffentlicht und diese aktuelle Version gibt es bis jetzt nur auf Englisch. Hier auch noch einmal der Link zum Antragsformular und noch ein paar allgemeine Erasmus-Verordnungen für die aktuelle Programmperiode. Ja, danke Anna Kuprian. Wir haben jetzt noch einmal Zeit für Fragen. Wir nehmen uns einfach auch die Zeit und wichtig ist uns einfach, dass Ihre Fragen beantwortet werden, auch wenn es vielleicht ein, zwei Minuten nach 12 dauert. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben gesagt, wir haben keine Fragen im Chat. Frau Hartmann von der Uni Graz hat geschrieben, dass sie ein Problem hat mit dem Mikrofon. Dann gehe ich auch kurz auf diese Frage ein. Da geht es darum, ob die maximale Zeichenanzahl im Antrag ausgereizt werden soll oder nur wichtig ist, dass alle Fragen beantwortet werden. Wichtig ist, wie wir schon mehrmals betont haben, der Inhalt, dass die Informationen nachhaltig sind, dass sie eben über reine Worthülsen hinausgehen. Natürlich, wenn Sie nur überall eine Zeile schreiben, dann ist es wahrscheinlich nicht auch inhaltlich so gut, aber wir schauen jetzt nicht, ob die maximalen Zeichen ausgereizt sind oder nicht. Der Antrag muss inhaltlich stimmig sein. Das ist die Antwort darauf. Und dann gehe ich jetzt einfach der Reihenfolge nach durch. Die Frau Nehl ist die Erste mit einer Frage. Wird die Präsentation ab heute schon online verfügbar sein und ausgeschickt werden? Kennen Sie vielleicht auch, wenn man so eine Präsentation macht, da ein, zwei Sachen fallen einem dann auf. Wir werden sie Ihnen auf jeden Fall im Laufe der Woche zukommen lassen. Gut, danke schön. Frau Neuner, bitte. Dankeschön. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt oder gefragt, wie das aussieht mit der maximalen Anzahl an Partnerhochschulen, die man eintragen kann. Meine nächste Frage wäre dann eben auch passend für die Zeichenanzahl, die gerade gefragt wurde.
was ist, wenn mir die Zeichen ausgehen? Ja, wenn ich jetzt ganz, ganz viele Partnerhochschulen habe, beziehungsweise ist einfach der Fokus von vom MCI jetzt, dass wir viele Institutionen in einer neuen Region involvieren, wie kann ich sicher gehen? Also ich möchte vielleicht sicher gehen, dass ich so viel Informationen wie möglich reinbringe, aber ich habe nicht genug Zeichen. Kann ich gewisse Dinge dann pauschal für mehrere Universitäten zusammenfassen oder muss das wirklich spezifisch für jede Partneruniversität jede einzelne Frage beantwortet werden? Nein, Sie können das natürlich zusammenfassen. Also die Zeichenanzahl ist das Maximale. Es muss halt alles klar hervorgehen und Sie haben aber nur die Zeichenanzahl zur Verfügung. Also wir können jetzt keine Beilagen und so bewerten, sondern sie müssen eben im Rahmen der Zeichen auskommen. Genau, vielleicht darf ich da kurz ergänzen. Das war so etwas, das wir von den Final Checks letztes Jahr mitgenommen haben auch, dass es eben durch die Umstellung der Antragslogik vielleicht auch wirklich wichtig ist, wenn man viele Hochschulen hat, dass man dann wirklich so Muster der Kooperation herausarbeitet. Das heißt, so zum Beispiel, wenn Sie beschreiben, wie Sie beispielsweise Outgoing-Studierende betreuen, das müssen Sie dann nicht immer wiederholen, sondern da können Sie sozusagen das einmal schildern und das bezieht sich dann auf alle Hochschulen, mit denen Sie Kooperationen haben wollen. Und Ähnliches, wenn zum Beispiel immer üblich ist, dass die Auswahl bei den Incomings von den Partnerhochschulen übernommen wird, natürlich, dann schreiben Sie das rein und dann ist das ein generelles Muster der Kooperation. Das müssen Sie dann nicht für alle immer sozusagen, das ist auch gemeint mit argumentativer Doppelung, das muss jetzt nicht immer wieder stehen, sondern Sie können das einfach zusammenfassen. Das kann dann vielleicht schon auch mal viele Zeichen sparen sozusagen. Es muss halt für die Evaluatorinnen klar sein, da darf nicht den Eindruck bekommen, das machen Sie nur mit einer Hochschule, sondern das zieht sich wirklich durch die Kooperation mit allen Hochschulen. Gut, Kollege von der PH Tirol, bitte, Kollegin. Ja, grüß Gott aus Tirol. Silvia Baldassare ist mein Name. Ich sitze zusammen mit meinem Kollegen Roland Warzelek hier vor der Kamera, deswegen der eine Name, der nicht ganz zu meinem Gesicht passt. Meine Frage ist, es hat mich aufhorchen lassen, dass Sie jährliche Projekteinreichungen empfehlen, um genug Mittel zur Verfügung zu haben. Beim Webinar für erfolgreiche Antragsteller im Herbst 2022 hatten Sie gesagt, habe ich mir notiert, verbrauchen Sie die Mobilitäten, weil dann können Sie bei Zwischenberichten weitere Mittel für weitere Mobilitäten einfordern. Das haben wir sicher in diese Richtung auch gesagt, nur das ist halt immer abhängig, ob auch Mittel vorhanden sind. Also wir verteilen alle Mittel mit der Antragsrunde und wenn dann, wie wir es vorher schon, durch Top-Ups von anderen Hochschulen Mittel zurückfließen in den entsprechenden Regionen, können wir es auch immer wieder verteilen. Wichtig ist uns aber, warum wir das betont haben, es macht jetzt wenig Sinn zu sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt mein Projekt mit dieser Region bis 2024, ich sage jetzt einfach nur als Beispiel, und ich reiche darum erst 2024 wieder ein. Denn wenn Sie dann 2024 das Projekt nicht genehmigt bekommen, dann können Sie mal zumindest ein Jahr mit diesen Partnern kein Projekt durchführen. Darum diese Empfehlung, aber es hängt natürlich ab von der Größe des Projekts, es hängt auch natürlich von Ihrer Strategie ab. Das müssen Sie sich einfach als Hochschule überlegen. Jetzt hören wir Sie leider nicht. Umrassen in diesem Jahr. Gut, okay, danke. Frau Lena Mittermeier, bitte. Ja, hallo, ich hätte eine Frage, ob es schon irgendwie eine Einschätzung gibt zu Sondermitteln für die Ukraine, was das Sinn macht, die Zahl von Mobilitäten zu beantragen. Also, ich weiß, Budget gibt es eh noch nicht, aber gibt es da eben eine Einschätzung? Wir können Ihnen dazu jetzt leider eben noch nicht sagen. Sobald wir auch dazu Informationen haben, werden wir Ihnen diese auch zur Verfügung stellen. Im Prinzip ist die Empfehlung zu beantragen, weil kürzen können wir immer. Also ich weiß natürlich, dass es für Sie einfacher wäre, wenn Sie das jetzt im Vorhinein genau wüssten, aber Sie wissen natürlich dann, auch wenn wir die Zahlen hätten, wissen Sie nicht, wie viele andere Hochschulen in Österreich beantragen und so weiter. Also einfach einmal unser Tipp zu beantragen und dann muss man eher abwarten, was wir genehmigen können und was nicht. Okay, danke. Frau Jenewein, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Dadurch, dass Sie das jetzt das erste Mal beantragen und nichts übersehen möchte, dieser narrative Teil, der befindet sich in der Application Form nur bei Project Description, oder? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ganz genau, ganz genau. Und da sozusagen gehen Sie einfach, scrollen Sie von oben nach unten durch und dann haben Sie alle Regionen, die Sie vorher angelegt haben, haben Sie dann Felder auch für die Regionsfragen, genau. Genau, ihr habt nämlich aktuell eine Region angelegt, wenn ihr dann eine hinzufügen würde, dann würde einfach diese Relevance of the Strategy und Impact and Dissemination nochmal aufscheinen. Ganz genau, und das, genau, da steht dann noch dabei für Region 2, für Region 3, je nachdem, genau. Okay, super, Dankeschön. Noch eine Frage von der Frau Claudia Streicher. Grüß Gott, Claudia Streicher, Universität Salzburg. Können wir davon ausgehen, dass es beim Projekt 2023 auch weiterhin möglich sein wird, die Mittel von der Russischen Föderation zur Ukraine zu schieben? Wir gehen davon aus, dass die Umschichtungsregelungen ähnlich flexibel sein werden. Fixe Mitteilung haben wir hier auch noch keine. Also zur Ukraine fehlen, wie damit jetzt umgegangen wird im neuen Call, fehlen uns eben die Informationen noch, wie wir es auch in der Folie angeführt haben. Grundsätzlich rechnen wir damit, dass die Umschichtungsregeln beibehalten werden. Fix können wir es Ihnen nicht sagen. Also wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie das Geld für die Ukraine brauchen, dann würde ich auch in der Ukraine beantragen. Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann haben wir noch eine ganz letzte Folie mit einem ganz kurzen Hinweis. Wir haben sie Ihnen auch schon ausgeschickt. Es wird ein Kooperationsseminar stattfinden in Washington DC im Rahmen der NAFSA am 30. Mai. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. Man kann sich bis 31. März anmelden. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, warum machen Sie das? Die USA ist eh überbucht. Es ist trotzdem wichtig, wir möchten erstens Kooperationsseminare in sehr, sehr vielen Regionen machen. Und es ist uns wichtig und es ist auch eine Intention des Programms, dass auch erstens Partnerschaften immer wieder verstärkt vertieft werden und dass auch immer wieder auch neue Partnerschaften entstehen. Und darum hat sich das jetzt auf unterschiedliche Faktoren gut ergeben. Im Rahmen dieser großen NAFSA, dass da am 30. Mai in Washington DC ein Kooperationsseminar zwischen österreichischen und US-amerikanischen Hochschulen stattfindet. Und wir würden uns natürlich hier auch über die Teilnahme Ihrer Hochschulen freuen. Wie gesagt, es gibt eine eigene Veranstaltungswebsite dazu. Aussendung haben wir gemacht. Wenn Sie da Fragen haben, bitte ich auch einfach, dass Sie sich an uns wenden. Somit sind wir schon am Ende unseres Infowebinars angekommen. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken bei meinen beiden Kolleginnen Katharina Wurzer und Anna Kuprian, die dieses Webinar in sehr kurzer Zeit vorbereitet haben. Die dritte Kollegin im Team, Karina Dehler, ist heute leider krank. Auch sie steht natürlich dann wie die beiden Kolleginnen für ihre Fragen zur Verfügung. Wir bemühen uns, alle Fragen so rasch wie möglich zu beantworten, wie wir schon erwähnt haben. Und Sie wissen es auch derzeit vorausgesetzt, die Krankheitswellen bleiben uns in Zukunft erspart. Sie haben uns im Dezember erwischt, also sind wir jetzt sehr optimistisch. Wenn Sie eben, wie gesagt, noch einmal die Einladung, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich an uns. Es ist wirklich unsere Aufgabe, Sie hier zu begleiten. Schicken Sie uns Screenshots, nehmen Sie die Final Checks wahr. Das möchte ich Ihnen wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Das haben wir auch in der letzten Antragsrunde gesehen, dass man da noch sehr, sehr viel gut besprechen kann. Ja, danke für Ihr Interesse, danke für Ihre Teilnahme und wir freuen uns schon auf sehr, sehr viele Anträge in der Aktion der Internationalen Hochschulmobilität. Noch einen schönen Tag und schöne Grüße und bis bald.